Als mich der Herr Hoeneß zurückgerufen hat am Telefon, hat er mich gefragt, ob wir den Podcast aufnehmen wollen bei ihm am Tegernsee oder bei Bayern München an der Säbener Straße. Und ich war wirklich sehr nervös und es ging um einen Podcast. Ich habe dann die Säbener Straße gewählt. Entsprechend saßen wir da und haben dort über sein ganzes Geschäftsleben gesprochen. Aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob ein Kamerateam mitkommen dürfte. Deswegen war ich da alleine mit einem Audioproducer. Es gibt nur eine Tonspur, aber die hat es in sich und die kommt jetzt. Heute aus der Säbener Straße. Fußballfans kennen die Adresse. Und ich bin sehr stolz, den Mann zu Gast zu haben, der quasi die Säbener Straße gebaut oder erfunden hat. Herzlich willkommen, Uli Hoeneß. Also gebaut, guten Tag erstmal. Gebaut habe ich sie nicht. Gebaut hat sie Herr Neudecker, der frühere Präsident, war selber Bauunternehmer und hat sich natürlich maßgeblich, nicht selber mit seiner Baufirma, aber maßgeblich einen Anteil, dass aber er mal erstmal errichtet wurde. Die Anbauten, sagen wir mal, für die bin ich mitverantwortlich. Ja, oh, das ist ja sehr bescheiden, weil wenn man hier langläuft, dann sieht man hier stehen angeblich zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen davor. Das mittlerweile sind es so 6, 7 Gebäudeblöcke in einem ganz normalen Wohngebiet und die waren ja alle vorher nicht da. Also es ist jetzt ja ein Riesending geworden und das haben sie in den letzten 40 Jahren schon gemacht. Also aus einem kleinen Verein jetzt so einen mittelständischen Konzern und das will ich mal verstehen, wie es gelaufen ist. Und die erste Frage dazu, gab es eigentlich irgendeine übergeordnete Strategie? Haben Sie das strategisch geplant oder würden Sie sagen, das war auch viel Taktik, Tagesgeschäft, Glück dabei? Oder sind Sie Stratege oder Taktiker? Also Sie müssen wissen, wie ich zu diesem Job gekommen bin. Ich war ja relativ früh, relativ schwer verletzt. Ja, ich hatte 1975 beim Champions League-Finale in Paris gegen Leeds mit 23 Jahren schon eine erste Knieverletzung, die sich dann ziemlich einen Meniskus verlor, ein paar Monate später den zweiten. Das heißt, im rechten Knie kein Meniskus mehr. Und damit war eigentlich schon klar, dass ich nicht ewig Fußball spielen kann. Ja, ein Arzt hat mir vor der zweiten Operation gesagt, also wenn Sie sich jetzt morgen operieren lassen, ist Ihre Karriere zu Ende. Aber der andere, der operiert hat, hat gesagt, wenn Sie sich nicht operieren lassen, ist sie gleich zu Ende. Ja, also habe ich mich dafür entschieden und habe dann von 75 bis 79 noch 4 Jahre mit relativ großen Problemen, oft war das Knie dick und so weiter, durchgeboxt. Und dann mit 27 habe ich das letzte halbe Jahr meine Karriere beim FC Nürnberg gespielt, weil ich hier ein Problem mit dem Chula Lorand hatte, der Trainer. Unser Trainer war. Und wir haben uns nicht verstanden. Und ich wollte aber unbedingt nochmal beweisen, dass ich gut kicke. Und das habe ich habe gar nicht so schlecht gespielt, aber trotzdem in Nürnberg, die sind dann ganz knapp abgestiegen. Und in dieser Phase gab es beim FC Bayern relativ viel Ärger. Ja, der ehemalige Präsident Neudecker hatte mit der Mannschaft Riesentheater, weil der wollte unbedingt den Max Merkel als Trainer haben. Und die Mannschaft wollte den überhaupt nicht. Mit dem Höhepunkt, dass sie ein Auswärtsspiel in Düsseldorf, glaube ich, 6 oder 7-1 verloren haben. Und hier war das totale Chaos. Und in dieser Phase rief mich eines Tages der Herr Neudecker in Nürnberg an und hat gesagt, Herr Hoeneß, können Sie sich vorstellen, bei uns Manager zu werden? Und dann ging es los. Und da habe ich gesagt, ich muss eine Nacht überlegen, habe mit ein paar Ärzten gesprochen, wie lange mein Knie noch wohl hält. Die haben gesagt, nimmer lang. Und dann habe ich am nächsten Tag zugesagt. Das war im März, April 79. Und dann habe ich am 1. Mai hier angefangen. Zu dem Zeitpunkt war Neudecker schon zurückgetreten. Und der Nachfolger, der ehemalige Schatzmeister, Wiehr Hofmann, hat mich dann aber übernommen. Und so habe ich angefangen. Und Sie müssen wissen, damals hatten wir 20 Mitarbeiter. Heute haben wir knapp 1000. Und wir hatten 20 Millionen Mark Umsatz und 7 Millionen Schulden. Aber man muss ja auch dazu wissen, Sie waren schon immer sehr geschäftstüchtig, kann man so nachlesen. Also Sie haben schon irgendwie als Spieler angeblich zumindest ein Angebot gehabt von Real Madrid und gesagt, ich kann da nicht hinwechseln, weil ich verdiene in München mit meinen ganzen Nebengeschäften, mit irgendwie Autogramme geben und allem möglichen mehr, als mir damals Madrid hätte zahlen können. Ja, das war dieselbe Zeit als Paul Breitner. Ja. Wir hatten ja beide das Angebot, 74 nach der WM. Das Wirtschaftliche war nicht so der entscheidende Punkt. Man hätte dort alles in allem ohne viel Arbeit, zusätzliche Arbeit natürlich mehr verdienen können. Aber ich fühlte mich mit 22 noch nicht so weit fürs Ausland. Und wie ich gerade erzählt habe, mit 23 war mein Knie ziemlich beschädigt. Also konnte dann ein Engagement in Real Madrid oder wo leider nicht mehr kommen. Auf der anderen Seite war natürlich mit der schweren Verletzung klar, wenn ich schon nicht mehr lange Fußball spielen kann, muss ich ab dem Moment darüber nachdenken, was mache ich danach. Da für mich der Trainerjob nicht so in Frage kam, war immer klar, ich versuche in Richtung Management zu gehen. Und da habe ich 4 Jahre Zeit gehabt, dem Robert Schwan,
der ja auch der Manager von Franz Beckenbauer war, über die Schultern zu schauen. Und ich habe in allen Auslandsspielen immer neben dem gestanden, wenn er die Hotels eingecheckt hat, wenn er mit den gegnerischen in Peru, in Bolivien, wo wir Freundschaftsspiele machten, um die Mannschaft zu refinanzieren, da war ich immer neben dem und habe immer meine Augen und Ohren aufgemacht, um zu lernen. Aber noch eine Anekdote aus der frühen Zeit, um zu verstehen, wie sie vielleicht ticken. Zumindest fand ich das interessant, dass ihr angeblich zumindest als schon Jugendnationalspieler irgendwie in Ulm nach so Spielen nach Ulm zurückgefahren sind und dann selber in der örtlichen Zeitung Artikel geschrieben haben über die Spiele und ihre eigenen Spiele als Redakteur quasi aufgeschrieben haben für die Zeitung damals. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht so ganz normal, dass man sagt, okay, ich bin Jugendspieler und danach fahre ich in die Redaktion, schreibe über meine eigenen Spiele. Aber es war schon, zeigte so ein bisschen einen besonderen Ehrgeiz. Ja, ich habe immer versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen, mich auch weiterzubilden. Auch so einen Artikel zu schreiben bringt ja wenig Geld, aber viel, sagen wir mal. Geschäftsmöglichkeiten. Ja, klar. Man muss sich auch auseinandersetzen, man muss sich damit beschäftigen. Und Sie haben schon recht, dass ich immer versucht habe, den Blick nach vorne zu werfen. Und das war natürlich, so habe ich auch meinen Job hier bei Bayern gesehen. Sie müssen wissen, damals war der FC Bayern ein Verein mit etwa 12 Millionen Mark Umsatz und 85% dieser 12 Millionen waren Zuschauereinnahmen. Das heißt, da war ja wenig zu machen. Das ganze Geschäft, was ich dann versucht habe, mit aufzubauen, Marketing, Merchandising, all diese Dinge, die heute ja 80 bis 85% unserer Einnahmen ausmachen, die habe ich natürlich aufgebaut. Eigentlich, wenn man so einen Verein aufbaut, baut man ja mehrere Startups in einem auf. Es gibt Merchandising als ein Thema, es gibt dann die ganzen Vermarktungsthemen. Marketing, wo wir sehr stark sind. Genau, also man baut eigentlich verschiedenste Firmen in einer auf. Was war denn die erste, der es losging bei Bayern? War es als erstes das Merchandising? Ich glaube, es kam noch vorher die Zuschauer. Das erste, was ich gemacht habe, den Vertrag mit der Deutschen Städtereklame zu kündigen. Denn die Deutsche Städtereklame hat die Bandenreklame bundesweit für alle Vereine gemacht. Und die haben natürlich gesagt, wenn ich, sagen wir mal, in einem kleineren Verein eine Bande verkaufen will, dann haben die gesagt, im Olympiastadion kriegst du ja auch eine. Und dadurch haben sie natürlich für den kleinen Verein mehr Geld gekriegt. Und das musste geändert werden. Ja? Und als wir dann alleine waren, konnten wir sagen, wir verkaufen die Bande im Olympiastadion. Ja? Und so weiter und so fort. Ich habe also von Anfang an alles auf Bayern München zurückgeholt. Der FC Bayern hatte damals gar keine Marketingmitarbeiter, weil alles an irgendwelche fremden Agenturen vergeben war. Und das hat sich mit mir geändert. Ich bin nach Amerika geflogen, habe bei den San Francisco 49ers was gelernt, bei den San Francisco Giants, bin nach Manchester geflogen, zu Manchester United, die immer schon stark waren im Merchandising. Die hatten Megastores und so. Wir hatten hier eine Poststelle mit paar Schals, paar Mützen und ein paar Postkarten. Und als dann Jürgen Klinsmann zu uns kam, da haben wir angefangen, zum ersten Mal richtig Trikots zu verkaufen. In Größenordnung über 1 Million Stück. Und das habe ich mir überall auf der Welt angeschaut und so haben wir langsam, aber sicher alles zurückgeholt an Rechten und die dann mit eigenen Leuten vermarktet und jetzt haben wir eine wunderbare Marketing, eine Merchandising-Abteilung. Sie haben sich auch alle möglichen Sachen einfallen lassen, also angeblich diese Lederhosen, die ja dann mit diesem berühmten Lied ausgezogen und so, das ist ja auch alles irgendwie eine Erfindung gewesen, sowas zu machen, Lederhosen zu machen. Es gibt ja sogar die Story, dass sie mal im Stadion angeblich Fans von einem Düsseldorfer Eishockeyverein eingeladen hätten, damit die Stimmung machen, damals im Olympiastadion. War keine so gute Idee, weil unsere eigenen Fans waren ziemlich sauer. Weil die gesagt haben, wir lassen uns doch von denen nicht zeigen, wie wir Stimmung machen. Ich habe so eine Kapelle von denen da singen lassen und ich habe erst mal gedacht, dass man die DEG-Fans, das waren ja die an der Bremenstraße, das waren die legendären Stimmungsmacher. Aber aber was war die Konsequenz? Unsere haben sich auch Gedanken gemacht und sind dann besser geworden. Aber das heißt, am Anfang ging es darum, erstmal überhaupt Stimmung zu erzeugen im Stadion. Natürlich. Vor allen Dingen, ist jetzt mal einer gekommen, der gesagt hat, verdammt nochmal, Fußball ist schön, aber wichtig ist Empathie, wichtig ist Emotion. Und das war natürlich wichtig. Und wenn Sie heute unser Stadion sehen, wenn das ausverkauft ist, 75.000, dann haben wir eine überragende Stimmung. Es wird ja zwar immer übererzählt, in anderen Stadien wäre das viel besser. Sehe ich überhaupt nicht. In der Zwischenzeit sind wir wirklich, was die Stimmung anbelangt, ganz gut. War das denn früh schon klar, dass ein Weg zum Erfolg sein muss, sehr stark auch zu emotionalisieren, auch zu polarisieren? Also war das bewusst sozusagen Kern der Marke, Kern der Idee zu sagen, irgendwer muss jetzt hier polarisieren? Ich glaube nicht, dass ich mir das vorgenommen hatte, aber das lag an meiner Person. Ich habe immer
schon meine Meinung geäußert. Ich habe mich auch selbst vermarktet. Ich hatte keinen Berater, auch Paul Breitner nicht. Wir waren ja Kumpels hier lange Zeit zusammengespielt. Und ich glaube, es war nicht so, dass ich jetzt hier von jeden Morgen beim Frühstück nachgedacht habe, was ich jetzt hier raushaue, sondern es waren oft, es kam manchmal vor, ja, manchmal, wenn es ein bisschen zu langweilig wurde, dann um den Verein hat man schon mal provoziert. Sag mal ein Beispiel. Ja, aber ich meine, wenn wir gegen Werder Bremen gespielt haben, habe ich schon ganz gerne mit dem Lemke mich mal angelegt, ja, dass, ja, dass okay, da mal was los war, ja. Oder auch mit Daum. Als der wirklich bei Leverkusen und vorher in Stuttgart richtig gut war, dann haben wir den schon provoziert, weil wenn der provoziert war, hat er Fehler gemacht. Okay, aber es war auch Teil, um so. Dann hat er seine Mannschaft so da vorne gepusht, dass wir sie gut auskundeln konnten. Aber es war auch schon immer die Idee, wirklich eine Marke zu schaffen. Also Bayern ist dann wirklich eine Marke geworden. Mittlerweile genau, ist ein Claim und alles wieder bei einer richtigen Marke. Wir wollten, oder auch ich, nicht beliebig sein. Verstehen Sie, wir wollten eine eigenständige Marke sein, die nicht jederzeit verwechselbar ist. Ja? Jeder musste wissen, wenn Bayern draufsteht, ist Bayern drin. Ist das besonders schmerzhaft für Sie zu sehen, dass in der heutigen Zeit nicht mehr die Vereine so entscheidend sind, sondern die Spieler selber immer wichtiger geworden sind? Also wenn ich jetzt gerade, ich kann ja immer nur richtig von unserer Mannschaft sprechen, wenn alle Vereine so intelligente, so clevere Burschen hätten wie wir, dann ist das kein Problem. Natürlich muss ich ehrlich sagen, früher konnte man mehr ansagen, ja, und sagen, das machen wir jetzt so, basta, ausarmen. Heute musst du mehr diskutieren. Da gibt's Widerworte, da gibt's Gegenargumente. Und wenn du damit fertig wirst, dann ist das wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, im Moment, was ich so am Platz sehe, wie unsere Mannschaft auf dem Platz, aber auch außerhalb selbstbewusst auftritt, das ist doch die reine Freude. Ich meine, mit Typen wie Joshua Kimmich, mit Leon Goretzka, mit Serge Gnabry, mit Manuel Neuer, auch Lewandowski auf seine Art, die haben eine klare Meinung. Aber das Wichtigste ist, wenn man das Maul aufreißt, das finde ich gut, aber dann muss man am Samstag die Leistung bringen und das bringen sie. Und wenn das so ist, Maul aufreißen und keine Leistung bringen, dann ist das ein Problem. Aber wenn man seine Meinung sagt, ganz klar sich positioniert und dann so toll sich engagiert, vor allen Dingen Hunger zeigt bis zur letzten Minute. Idealzustand. Aber trotzdem ist es ja so, dass mittlerweile irgendwie die Spieler viel mehr Macht haben am Ende, die Fans den Spielern folgen und nicht mehr den Vereinen, oder? Das würde ich nicht so sehen. Das hängt auch mit den Verantwortlichen in den Vereinen zusammen. Das ist eine Frage der Autorität. Ich glaube, natürlich muss ich zugeben, dass die Berater, so sie sie haben, einen großen Einfluss haben. Aber wenn du es verstehst, mit deinen Spielern und sie vor allen Dingen mitzunehmen, ihnen zu erklären, das große Ganze, dann sehe ich da jetzt kein Problem. Allerdings muss ich sagen, es ist anstrengender geworden. Früher hat man was gesagt und gesagt, wir fliegen jetzt morgen nach oder nächste Woche nach Tokio, wenn wir da eine Million kriegen und dann haben die auch gemurrt, aber sind mitgeflogen. Heute musst du darüber wahrscheinlich schon einige Zeit diskutieren. Aber einen Fehler darfst du nie machen. Die dahin fliegen lassen, selber nicht mitfliegen und am Flughafen sagen, tschüss, bis übermorgen. Wenn die dann zurückkommen, dann hast du die Revolution. Sondern du musst als Führungsfigur von denen viel verlangen, aber als Erster vorneweg marschieren. Du musst der Erste sein, der das Flugzeug besteckt und der Letzte, der es verlässt. Dann gibt es eine gute Chance, dass sie mitmachen. Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, am Ende ist ja FC Bayern auch Leistungsprinzip und es ist ja keinem Verein in Deutschland zumindest gelungen, über so viele Jahrzehnte so stark zu sein, in allen Bereichen, auch sportlich am Ende, aber wirtschaftlich. Warum eigentlich? Also was haben Sie oder Ihre Kollegen in der Zeit so als Führungsprinzip erfunden oder geschaffen, was niemand offensichtlich kopieren kann? Was ist der Hintergrund? Also dieses Leistungsprinzip hat ja irgendwelche, bricht sie ja runter. Also was sind da so die drei, vier entscheidenden Hebel? Also vorangehen, habe ich jetzt verstanden, was gibt's noch? Was natürlich schwierig ist, über sich selbst zu reden, aber ich glaube, kann nur vermuten, aber ich denke, unser großer Vorteil ist, dass wir natürlich eine gute Marke haben. Bayern ist ein tolles Land, München eine tolle Stadt. Das ist mal eine super Voraussetzung. Ja? Wenn du irgendwo bist und in Tokio weiß gar niemand, wo das ist, dann ist es natürlich schwierig. Das Zweite ist, und das ist, glaube ich, der Hauptvorteil.
Es ist uns gelungen, mit relativ wenigen Führungskräften die letzten 30, 40 Jahre zu bestreiten. Und drittens, diese Leute sind sowohl in der Lage, die waren ehemalige Spieler, große Persönlichkeiten, und sie haben von der Wirtschaft eine Ahnung. Ich denke da an Karl-Heinz Rummenigge, auch am Anfang Paul Breitner, Franz Beckenbauer, mich natürlich. Und wir haben es geschafft, ehemalige Spieler wie Gerd Müller, wie Sepp Maier, wie Hermann Gerland, wie viele in den Verein, Hans Flügler zum Beispiel, in den Verein zu integrieren. Und darüber hinaus haben wir in unserer Marketing, in unserer Merchandising-Abteilung auf die Dauer Top-Kräfte dazugekriegt. Und diese Melange, die hat dazu geführt, dass wir so erfolgreich waren. Und wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ich denke zum Beispiel an die Allianz Arena. Wenn wir heute noch das Olympiastadion hätten, wäre der FC Bayern nicht der FC Bayern, der er heute ist. Aber was glauben Sie, wie wir kämpfen mussten mit dem Edmund Stoiber als Ministerpräsident? Den habe ich mal im Verwaltungsbeirat gesagt, du darfst nicht vergessen, dass der FC Bayern mehr Fans hat als die CSU-Wähler. Ja? Oder der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Ude, mit dem habe ich mich königlich gestritten, weil der unbedingt das Olympiastadion erhalten wollte. Aber das hätte eine Katastrophe gegeben. Bisschen Dach. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, im November bei 10 Grad minus sollen die Leute auf der Gegengerade sitzen und sich den Hintern wegfrieren. Aber jetzt, okay, jetzt viele der Elemente habe ich verstanden. Also klare Machtstrukturen, dauerhafte auch Konstanz in den Machtstrukturen, ein Umfeld, ein Stadion. Jetzt nehmen wir mal, ich bin aus dem Ruhrgebiet, Sie kennen ja den Herrn Tönnies zum Beispiel auch ganz gut. Warum hat das bei Schalke so überhaupt gar nicht funktioniert? Na, erstens glaube ich, dass da viele, was ich genau das Gegenteil ist, in den letzten 20, 30 Jahren viele verschiedene Leute sich versucht haben. Aber der Tönnies war immer da eigentlich. Aber vom Fußball hat er jetzt nicht so viel Ahnung. Ist das so entscheidend? Ganz entscheidend. Spieler zu entdecken am Ende. Es hat sich rausgestellt, und das ist überhaupt keine Kritik an ihm, dass viele super, super Unternehmer begreifen müssen, dass Fußball was anderes ist. Schauen Sie mal, ich schätze den Herrn Kind in Hannover sehr. Einer der besten Unternehmer, die wir in Deutschland haben. Aber der schafft es einfach nicht, dass er aus Hannover was Gescheites macht. Weil man, glaube ich, schon auf einem bestimmten Niveau Fußball gespielt haben muss, um wirklich durchzublicken, und vor allen Dingen bei den Spielern ernst genommen zu werden. Wenn ich mit einem Spieler sage, du, was du heute wieder zusammengespielt hast, das ist ja aber schöner Mist, ja? Dann nimmt er das schon ernst. Weil er weiß, aber wenn es einer kommt, der vorher in der A-Klasse Ost in Ostwestfalen gespielt hat, dann denkt er sich, was will der eigentlich? Der will mir jetzt erklären, wie man einen Zeitspannstoß macht. Ja, das ist ein ganz großer Vorteil, glauben Sie mir. Und auch in den Medien. Wenn ich mit einem Journalisten rede und den kritisiere, weil er wieder mal unser Spiel ganz anders gesehen hat wie ich, dann muss ich schon Substanz da reinbringen in die Diskussion. Die kann ich aber nur, wenn ich was davon verstehe. Aber glauben Sie nicht, dass Spieler auch Respekt darüber haben, dass halt Menschen unternehmerisch Karriere gemacht haben, wie der Kind oder nehmen wir in Berlin den Windhorst? Glauben Sie nicht, dass die Spieler am Ende fast mehr Respekt haben vor so einem Windhorst heutzutage? Überhaupt nicht. Ne? Nee, weil wenn der in die Kabine kommt und über Fußball redet, dann werden die sich sagen, naja. Muss er mal schauen mit seinem Team. Kriegt er sein Geld wieder in Berlin? Glauben Sie? Nein. Nee? Ist weg? Nee, das ist nicht weg, aber das hat der andere. Also, was war denn der Fehler da? Ich möchte nicht über andere sprechen. Grundsätzlich ist es total in Ordnung, dass Investoren, das ist ja auch die Zukunft für den einen oder anderen Verein, aber was in Berlin genau der Grund ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, weil ich mich damit nie so beschäftigt habe. Weil das ist ja auch so eine Geschichte. Viele reden immer über andere. Ich habe mein Leben lang mich mit Bayern München beschäftigt. Und nur wenn der FC Bayern angegriffen wurde, dann habe ich ihn verteidigt. Und dann habe ich natürlich über andere gesprochen. Aber ich käme nie auf die Idee, mir jetzt anzumaßen, zu sagen, in Berlin oder da oder in Hamburg, da müssen Sie das und das machen, da wird es besser. Weil ich selbst müsste erstmal eine Analyse machen, wie ist das Umfeld, wie tickt dieser Verein, wie ticken die Menschen da? Und danach gibt's vielleicht ein Konzept. Aber von außen jetzt hier so arrogant zu sein, zu sagen, was sie in Berlin alles falsch gemacht haben,
Das traue ich mir nicht zu. Aber trotzdem ist das Investment wahrscheinlich nicht zurückzuholen, also weil man so einen Verein nicht so... Ja, was mich gewundert hat, dass sie eben, dass sie, er hat jetzt offensichtlich 375 ja. Millionen Euro da investiert und dass sie eigentlich nicht besser stehen als vorher. Und das war eigentlich nicht der Sinn des Investments. Für den Preis hätte er sich ja ganz Newcastle kaufen können. Wäre der bessere Deal gewesen. Vielleicht. Nein, weil er dann ja auch, der hätte den gekauft, aber dann hätte, wäre es ja jetzt losgegangen, weil die haben ja auch keine gute Mannschaft, die sind ja gerade auf dem Abstiegsplatz. Aber ist das jetzt ein Problem, dass da jetzt so viel Geld reinfließt? Das ist deshalb ein Problem, weil es natürlich Saudi-Geld ist. Und ich glaube, damit wird die Premier League ein großes Problem kriegen, weil Saudi-Arabien ja nicht gerade ein Land ist, wo die Menschenrechte besonders aber die geachtet haben werden. Ich meine, die tanzen alle als Scheichs rum und so und freuen sich, dass da jetzt Geld kommt, die Newcastle-Fans. Naja, das muss ja nicht jeder mögen. Aber ist es denn generell irgendwie so, dass wenn sie jetzt investieren würden, dann lieber in die Premier League oder lieber in den Bundesligisten? Ja, nachdem du in der Premier League gegen Staaten ankämpfen müsstest, würde ich lieber in der Bundesliga investieren, weil ich denke mir zum Beispiel so ein Verein wie HSV, wenn man da mit 5, 6 Leuten mal richtig anpacken würde, könnte man schon was draus machen. Ja, weil die Stadt einfach toll ist und das Umfeld passt. Ja, absolut. Hamburg ist die einzige Stadt, wenn sie gut gemanagt wäre, vor der ich Angst hätte. Wirklich? Mhm. Und woran liegt es denn dann da? Also ich meine, klar, ich weiß schon, Sie sagen, das ist von außen schwer zu sehen, aber ich meine... Das ist eindeutig ein Managementfehler. Über so viele Jahre? Schon seit 30 Jahren, glaube ich. Seit Günter Netzer da weg ist? Bitte? Seit Günter Netzer da weg ist. Zum Beispiel, damals waren sie ja Champions League-Sieger. Ja, genau. Und was hat der Günther gemacht? Ex-Fußballer. Versteht vom Fußball was. Okay, aber... Ist wieder ein Beleg für meine Theorie. Okay, aber wenn man jetzt guckt, wer zuletzt irgendwie große Mannschaften gebaut hat, da sind natürlich jetzt, oder in Madrid, ja, der Chef da, die Kraftfigur, der Perez. Ja, aber er hat ja gute Berater, die Manager hat gute Trainer gehabt. Das ist schon okay, aber mit einem irren wirtschaftlichen Aufwand, ja. Und Schulden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, worauf wir beim FC Bayern ganz stolz sind, dass wir diesen Erfolg, den wir über sehr viele Jahre jetzt so aufgebaut haben. Ich betone das Wort wir. Das ist nämlich eine ganze Menge an Leuten, die das machen. Nicht einer, sondern viele. Und wenn Sie jetzt sehen, dass wir eine neue Führungsstruktur haben und trotzdem wird prima weiter Fußball gespielt, weil man sich auch bei der Auswahl der Leute, die das machen sollen, eben unglaublich viele Gedanken gemacht hat. Und ich denke, dass wir da auch in der Beziehung werden wir ja im Moment so als Exot in der europäischen im Spitzenfußball genannt. Kürzlich hatte Herr Pires, ein ehemaliger französischer Nationalspieler, Topspieler, gesagt, Paris müsste sich mal am FC Bayern orientieren. Ist eigentlich das größte Lob, das wir haben können. Ja, aber am Ende wird es trotzdem schwer, die zu schlagen wahrscheinlich. Also wenn wir morgen gegen die spielen, hätte ich jetzt keine schlaflose Nacht vorher. Wirklich nicht? Trotz dieser ganzen... Nee, weil die Namen sind Schall und Rauch. Als ich sie jetzt gegen Leipzig gesehen habe, habe ich mir gedacht, die waren eigentlich die schlechte Mannschaft. Okay. Ist denn das am Ende für Sie sinnvoll, dass die Bundesliga noch mit diesem 50+1 Thema unterwegs ist oder müsste das nicht immer zumindest als Wettbewerbsverhinderung gegenüber den ganzen anderen Ligen vielleicht gelockert werden? Also wir vom FC Bayern haben ja eine Selbstbeschränkung auf 30+1. Ja, wir haben ja einen Deal mit unseren Mitgliedern auf großen Druck der Mitglieder, die nicht wollen, dass wir also irre viel Shares an irgendwelche Leute verkaufen. Wir sind sehr glücklich mit unseren drei Shareholdern. Das ist die Allianz, das ist Adidas und Audi. Also ich sage immer AAA, die 25% besitzen des FC Bayern. Wir haben einen Deal gemacht mit den Mitgliedern, wir haben ja immerhin 300.000, dass wir gesagt haben, weitere 5% können wir verkaufen, ohne sie zu fragen. Und wenn wir mehr verkaufen wollen, wie 5%, also 30%, müssten wir die Mitglieder in einer Jahreshauptversammlung befragen. Und dazu bräuchten wir 3/4 Mehrheit mehr verkaufen, die wir aus meiner Sicht nicht bekommen würden. Also der FC Bayern ist da mal außen vor. Wenn ich jetzt über den Rest der Liga spreche, wäre ich geneigt zu sagen, 50+1 abschaffen,
damit die anderen, wie Herr Kind, wie andere, die Möglichkeit haben zu beweisen, dass wenn sie mehr Geld reinkriegen durch andere Shareholder oder durch Shareholder von außen, wettbewerbsfähiger werden. Dieses Experiment würde ich gerne sehen. Und die Argumente, der FC Bayern ist ja dagegen, weil er dann mehr Konkurrenz hätte, die sehe ich nicht, weil ich sehe darin kein Problem für Bayern München. Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass Herr Watzke nach wie vor total dagegen ist, denn eigentlich besitzt er ja nur noch 15% seiner Shares, obwohl er eine Konstruktion gewählt hat, dass er zwar die Mehrheit der Stimmen hat, aber das Kapital hat er schon weit mehr als 50% verkauft. Wenn man jetzt so zurückguckt, ich meine, diese drei Top-Partner, die haben ja über die Jahre immer Anteile gekauft. Ich glaube, der erste, der gekauft hat, war Adidas. Ja. Die haben eine Bewertung damals bekommen von, ich glaube, 1,2 Milliarden haben die als Bewertung, dann haben sie 120 Millionen in den Verein reingegeben. Ist man da nicht heutzutage traurig, wenn man sieht, dass es nur eine Bewertung war von 1,2 Milliarden? Wenn man jetzt guckt, was Manchester United an der Börse wert ist, ist ja fast eher Richtung 3 Milliarden und auch der FC Bayern wäre ja heute viel mehr wert. Ja, aber wenn man solche Entscheidungen trifft, muss man immer den Zeitpunkt beurteilen, zu dem man eine Entscheidung trifft. Damals waren die 120 Millionen wahnsinnig viel Geld. Heute sind sie weniger, aber ich glaube, wir würden ja bei einem Verkauf, wir haben natürlich auch ein Rückkaufrecht bei Adidas und das liegt nicht viel höher wie 120. Also wenn wir einen anderen Partner suchen würden, dann könnte man schon Reibach machen. Aber das haben wir nicht vor, weil ein Partner von Bayern München, der in schwierigen Zeiten uns geholfen hat, der wird vom FC Bayern nicht rausgeworfen, wenn es ihm gut geht. Und bleibt es auch bei den dreien? Also ein vierter oder fünfter Partner ist auch nicht vorstellbar. Ja, wir können ja nur noch 5% im Moment verkaufen. Also einen, der 5% jetzt kauft, wäre wahrscheinlich nicht schwierig. Aber das ist ja nur dann, wäre ja nur dann notwendig, wenn wir unbedingt Geld bräuchten. Und wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dass die Zuschauer wieder kommen dürfen, was wir ja alle hoffen, dann sehe ich keine Gefahr, dass der FC Bayern unbedingt Kapital braucht. Wer sind eigentlich in so einem Verein aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Mitarbeiter oder was sind die drei wichtigsten Jobs in so einem, Fußballkonzern? Ja, zunächst einmal ist es natürlich der Vorstandsvorsitzende, gar keine Frage. Dann der Aufsichtsratsvorsitzende, weil der Aufsichtsrat bei uns relativ mächtig ist. Und dann kommt natürlich sofort im sportlichen Bereich der für den Sport zuständige Vorstand, in dem Fall Hassan, und der Trainer. Also diese und Spieler vier, inklusive? Ja, Spieler sind natürlich immer entscheidend, aber für strategische Entscheidungen kommen die Spieler ja nicht in Frage. Und Trainer sind sozusagen die viertwichtigste Person im Verein? Ja, die vier Leute, die ich genannt habe. Und Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender, Sportvorstand und natürlich der gesamte Vorstand. Der Finanzvorstand ist bei uns bei jeder wichtigen Entscheidung dabei. Das ist nicht so, dass hier einsame Entscheidungen von irgendwelchen Leuten getroffen wird. Entscheidend ist, ich sage immer wieder, wenn Sie mir genau zuhören, wir. Und wir heißt, der Vorstand ist wichtig. Natürlich ist der Vorstandsvorsitzende ein bisschen wichtiger wie der Rest. Aber wenn er klug ist, nimmt er sein Team mit. Und bei uns der Jan Dresen zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Mann, weil er ein unglaublich fähiger Mann ist. Und deshalb sind wir ja auch in der Position so gut besetzt. Wenn man jetzt mal so die letzten Jahre oder 30 Jahre, es ist schon fast 40 Jahre, dass wir es machen, guckt, was waren denn so die zwei, drei Wendepunkte, wo man sagt, okay, das war entscheidend. Das Stadion war sicherlich einer. Ganz wichtig war für uns auch die Wende in Deutschland, politische Wende 89. Denn wir hatten damals 70.000 Mitglieder. Und in dem Moment, wo die Mauer aufging, dann ging die Post ab. Ja, da sind viele, die im Osten gelebt haben, haben sich geoutet als Bayern-Fans. Dann sind wir über 100.000 gekommen und wir haben ja gar keine Werbung gemacht. Sind immer dahin gefahren, zu Trainingslagern ja, im Osten, ja, sind sogar selber verkauft. Ja, das war ja auch eine Strategie. Komm zu denen, die nicht zu dir kommen können. Ja, und das haben wir. Und da sind wir dann bewusst, haben wir Trainingslager zwei oder drei im Osten gemacht. Und das waren überragende Dinge. Da waren Tausende von Zuschauern beim Training da. Und ich habe zusammen mit Hans Flügler in unserem Fanmobil die Fanartikel verkauft. Und wenn wir 20.000 eingenommen haben bei einem Training, dann war großes Hallo. Aber der Kalmund hat Ihnen die ganzen Spieler weggeschnappt. Die waren dann alle bei Leverkusen, die Topspieler.
die hat er uns nicht, die hat er geholt, keine Frage, aber wir hatten einen Beschluss gefasst, dass wir in der Phase keinen Spieler aus dem Osten kaufen, weil wir das nicht wollten, dass der FC Bayern mit seiner Kohle diese armen Vereine, sag mal, leer kauft. Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Das heißt, manchmal ist es ja bei Ihnen so, also klar, der FC Bayern muss gewinnen und das ist dieses Leistungsprinzip. Aber dann nicht um jeden Preis. Genau. Und wo ist da die Grenze? Also ich meine, Sie machen ja auch ganz ungewöhnliche Sachen. Das entscheiden wir dann von Fall zu Fall. Wir haben kein Handbuch, wo wir immer nachschlagen, ja, du musst das machen, an der Uni haben wir das gemacht oder die Unternehmensberatung X hat uns jetzt wieder das gesagt, weil nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit ist es so und so. Wenn was passiert, setzt man sich zusammen und entscheidet. Und so kann man auch St. Pauli, also in Hamburg ist ja mittlerweile legendär, ne, diese Retterspiele, dass sie sagen. Ja, was glauben Sie, was da vorher los war? Wenn wir immer ins Millerntor gekommen sind, da sind wir mit Münzen beschmissen worden, ich bin mal mit Bier übergossen worden, da war die Hölle los. Und nach diesem Retterspiel bin ich da mal gefeiert worden, wie wenn ich ihnen die Meisterschaft geschenkt hätte. Aber warum haben sie es gemacht? Also ich meine, das ist ja so, wenn man einem so viel Hass entgegenschlägt, warum sagt man dann noch, okay, ja, weil ich mag Vereine, wo die Tradition und das Herzblut eine große Rolle spielt. Und bei aller, sagen wir mal, Bereitschaft, uns zu attackieren, hat mir immer gefallen, wie diese Fans und diese Mitarbeiter auch teilweise, und der Conny Littmann, dieser Präsident, der Wahnsinnige im positiven Sinne, wie die mit Herzblut ihren Verein geliebt haben. Und zwar in gut wie in ganz schlechten Zeiten. Ich meine, ich habe oft gedacht, wenn wir jetzt absteigen würden in der zweiten Liga, ob wir uns auch das Stadion voll kriegen. Natürlich nicht. Und das hat mir dick gefallen. Und als sie dann daherkamen und eine vernünftige, schlüssige Idee hatten, wie sie sich entschulden, und ein Teil dieser Strategie war, der FC Bayern kommt zu diesem Benefitspiel, was ja über 2 Millionen mit Fernsehübertragung und allem gebracht hat, da war ich sofort Feuer und Flamme, denen zu helfen. Ganz abgesehen davon, dass St. Pauli natürlich nicht der einzige Verein ist in der Bundesliga. Man kann sagen, Kaiserslautern zum Beispiel auch, ne? Ich würde sagen, 80% der Vereine sind irgendwann mit unserem Geld beglückt worden. Wirklich? Ja. Dortmund auch? Auch. Denen haben wir auch mal 2 Millionen geliehen, als sie ihre Gehälter nicht mehr zahlen konnten. Okay. Aber ist es auch ein bisschen... Schwarzke will das heute nicht mehr wahrhaben, aber war trotzdem so. Es war wie heißt der Meier mit Vornamen? Michael Meier haben wir ausgehandelt, aber Schwarzke war damals schon im Club. er hat ja Gedächtnislücken in dem Bereich. Aber es ist ja auch gut für die Marke, also sowas zu machen. Ja, aber ich spiele nicht in Rostock oder in Cottbus, weil das gut für die Marke ist, sondern in erster Linie, weil wir den Leuten helfen wollten, weil wir in diesen strukturschwachen Gegenden dazu beitragen wollten, dass da vernünftiger Fußball gespielt werden kann. Das ist doch der entscheidende Punkt. Oder ein Verein wie SC Freiburg, denen haben wir übrigens, glaube ich, nicht geholfen, weil die sich immer selbst geholfen haben. Das ist auch so ein Verein. Wenn der mal in Schwierigkeiten käme, da würde ich 100-mal hinfahren, weil ich liebe diesen Verein, weil die alles so toll machen. Emotional, bescheiden und mit harter Arbeit. Und ich hätte gerne mal den Streich bei Bayern München gesehen. Ja, das habe ich schon vorher gesagt. Wir hassen ja noch nicht, wir haben mal darüber diskutiert, lange. Aber haben dann am Ende doch nicht den Mut gehabt, weil er doch, ja, ich weiß nicht, ob es gut gegangen wäre, weil für uns wäre es ein irres Risiko gewesen. Ich hätte gesagt, ja, der hat Freiburg. Aber so wie der Menschen führt, wie der seine Spieler liebt, wie er sie auch striezt, keine Frage, muss ja auch Feuer geben. Das ist schon erstaunlich. Tut es Ihnen denn weh, wenn Sie das sagen, so auch, ne, am Ende Fußball-Nostalgiker, wo die Fans sind, das gefällt Ihnen? Die sind jetzt alle in der zweiten Liga. Ich meine, die erste Liga ist jetzt voll mit Vereinen, wo das nicht ganz so ist. Und aber da muss ich sagen, da habe ich kein Mitleid mit den Vereinen, die da unten sind. Und ich habe hohen Respekt von den unbekannteren Vereinen, die mit ihren bescheideneren Mitteln es geschafft haben. Wenn einer wie Paderborn, wie Bielefeld, wenn die es sportlich schaffen in die erste Liga, ziehe ich den Hut und sage Respekt. Aber war das denn zum Beispiel, ich meine, was mich hier immer wundert, ist, auf der einen Seite verstehe ich es total, wie sie das machen und schätze das auch, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann sofort das Gegenargument, ja, aber damals, als es zum Beispiel diesen Fernsehvertrag gab, da hat dann der FC Bayern sich vorab ein bisschen Geld rausgenommen. Stimmt das noch nicht. Ne? Wir haben nicht vorab Geld rausgenommen, sondern wir haben
Wir haben denen gesagt, Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen die Einzelvermarktung, dann ist der FC Bayern reich und ihr alle arm. Oder wir machen eine Zentralvermarktung, da stimmen wir zu. Und am Anfang sollten ja diese Einzelspiele, gab es ja Pay-Per-View, nicht Pay-TV, sondern Pay-Per-View. Und das haben wir uns garantieren lassen von Kirch. Und als nach einem Dreivierteljahr die anderen festgestellt haben, dass 70% der Spiele der Leute nur Bayern München schauen und wir dadurch natürlich so viel Geld verdient hatten und die anderen weniger, haben wir Pay-Per-View abgeschafft. Aber wir hatten den Vertrag mit Kirch. Das war das Problem. Einer unserer regelmäßigen Partner hier heißt TaxDo. T-A-X-D-O-O, Tax wie die Steuer. Und TaxDo ist passenderweise die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ganz konkret hilft TaxDo dabei, wenn man ins Ausland verkauft, das abzuwickeln. Man braucht ja im europäischen Ausland alleine schon eine Umsatzsteueranmeldung. Man muss Umsatzsteuer abführen. Alles ist extrem aufwendig, gerade bei mehreren Ländern, bei vielen Produkten. Und genau das nimmt einem TaxDo ab. Also vom kleinen Amazon FBA-Händler bis zu größeren Shops. Da greift TaxDo unter die Arme. Natürlich auch das Arbeitsaufkommen für den jeweiligen Steuerberater viel, viel geringer. Die können locker 50.000 Transaktionen im Monat abwickeln oder halt auch mehr. Wer diese Hilfe braucht, übrigens auch rückwirkend vielleicht, kann TaxDo da aufräumen helfen. Schnittstellen gibt es natürlich auch an ERP-Systeme, an alle relevanten Marktplätze von Amazon über eBay und so weiter und an Shopsysteme. Die Kollegen verstehen sich als Dolmetscher zwischen der Welt des E-Commerce und der komplexen Welt der Regulatorik. Gut, dass es sowas gibt. Wer mehr wissen möchte, wer TaxDo bei sich auch einsetzen möchte, eine kurze Mail an omr@taxdo.com. Und es gibt auch einen Rabatt, die ersten 3 Monate kostenlos Grundpaket. Man spart also mindestens 90 Euro pro Monat. Wenn man so schaut, welche Säulen sie aufgebaut haben und auch wie sie immer früh auf so Themen drauf waren, ne? Merchandise ganz früh, auch eine Fernsehvermarktung ganz früh, warum ist bei Ihnen persönlich so Digitalisierung kein so zentrales Thema? Warum haben Sie nicht so viel Spaß dran? Ich habe das Gefühl, so Digitalisierung, diese Themen interessieren Sie nicht so doll. Das ist reiner Zufall. Also grundsätzlich, mich interessiert das natürlich, weil ich verhindere ja gar nichts beim FC Bayern. Wir haben gerade in unserer IT-Abteilung wie viele Leute? 50 oder 60 Leute. Also wir sind Tag und Nacht online. Bei mir zu Hause, meine Frau macht Online-Banking, wir haben einen Computer, mein Büro. Nur ich selber. Ich habe ein Apple-Handy und ich telefoniere nur damit. Man kann mir eine SMS schicken. Aber es gibt ja die legendären Fax, aber sie wollen halt keine E-Mails empfangen und so. Das ist ja erstaunlich, finde ich. Wissen Sie warum? Erstens, am Anfang war das natürlich auch ein bisschen Bequemlichkeit, aber später... Ich sehe viele meiner Freunde und so, oder wenn sie mal 3 Tage nicht da sind, dann haben sie 200 E-Mails. Die Zeit, davon sind 85% Schwachsinn. Ja, und die Zeit, die sie dafür verwenden. Und ich sage noch einmal, die paar Leute, die meine, erstens über, ich bin ja online, über meine Frau, über mein Büro. Also alles Wichtige auf der Welt kommt an mich dran. Gucken Sie auch bei Instagram nach, was Ihre Stars, Ihre Spieler also posten? Überhaupt nicht. Ne? Das ist immer erstaunlich. Wenn ich dann zum Abendessen komme und sage, hast du das wieder gehört? Dann sage ich, was? Und das Schöne ist, dann müssen die das alles erzählen. Und das ist so unterhaltsam. Ja? Ich kriege das alles gar nicht mit. Aber ich denke, bevor der FC Bayern zusammenfällt, dann wird mich schon noch einer anrufen. Aber ist das nicht die neue Zeit, die man verstehen muss auch? Also was da so passiert und wie das funktioniert? Grundsätzlich haben Sie vollkommen recht. Wahrscheinlich muss man das. Aber je weiter die Zeit voranschreitet, werden am Ende die wenig machen, das werden die Gescheiteren sein. Meinen Sie wirklich? Ja. Wenn ich jetzt diese neuen Themen, also ich probiere mal jetzt mal aus. Haben Sie also ich bin zum Beispiel, ich stelle fest, dass ich selber in mir total ruhe, weil ich in das Ding gar nie reinschaue. Aber wenn ich viele Freunde oder so sehe, die 60% ihrer Zeit in ihr Handy reinschauen und oder in ihren Computer, dann denke ich mir, in der Zeit kann ich viele vernünftige Dinge tun. Aber es ist ja auch so, dass zum Teil irgendwie mannschaftsinterne Dinge aus den sozialen Medien wieder in die Mannschaft rein und zurück und dass man dann auch einen Verein... Ja, aber 80% davon will ich gar nicht wissen. Weil sie mich nur aufregen würden und dann geht mein Blutdruck hoch und das ist nicht gesund. Sind Sie dann an diesen ganz hippen Sachen dran? Verfolgen Sie zum Beispiel, was also NFT, gibt es diese Firma So Rare,
von der Sie vielleicht gehört haben, die machen jetzt so digitale Sammelkarten, Milliardenunternehmen, so Startups in diesem ganzen Bereich. Ist das was an Ihnen vollkommen vorbeigeht? Oder? Das geht mir an mir persönlich vorbei, aber ich hoffe nicht am FC Bayern, weil dafür haben wir 1000 Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also Aufsichtsrat? Ja klar, aber der Aufsichtsrat schaut, dass das große Ganze funktioniert und die müssen ja dann irgendwann berichten, ob sie in dem Geschäft ein Sinn sind oder Tokens oder Bitcoins. Ja, genau. Darüber wird ja darüber diskutiert, ja. Und ich werde einen Teufel tun, das zu verhindern. Aber das sollen die anderen machen. Und so aber haben Sie eine Meinung dazu? Also nehmen wir mal das Thema so Bitcoin oder sowas, ist das, was Sie sagen, wir sind ja nun sehr wirtschaftlich interessiert. Richtig, bin ich sehr skeptisch. Ja? Weil es erstens sehr umstritten ist, ja. Sehr viel Umweltschäden, weil man braucht ja viel Energie. Ja. Zweitens Geldwäsche, Anonymität. Ist ja genau das, was wir in unserer Gesellschaft nicht unbedingt brauchen. Mafiöse Gelder, Drogengelder werden dabei gewaschen. Weiß ich nicht, ob da der FC Bayern unbedingt dabei sein muss. Dann gibt es noch ein Problem, dass natürlich auch Daten da von unseren Fans irgendwie weiterkommen irgendwann. Und ich schütze eigentlich unsere Mitarbeiter. Ich will eigentlich nicht, das ist ja auch das Hauptproblem, heute sind Daten ja was ganz Wichtiges, aber unser Fan, den sehe ich nicht als Melkkuh, der mich unbedingt was verkaufen will. Das soll er selber entscheiden. Wenn er bei uns ein Trikot kauft, soll er es kaufen. Wenn er bei uns ein paar Schuhe kauft, Fußballschuhe, soll er es kaufen. Aber ich will Ihnen nicht jeden Tag einen Brief schreiben, ich habe deine Adresse von da und daher und jetzt musst du, wir haben nicht ein paar Schuhe, sondern fünf Paar Schuhe, sondern das soll mein Fan sein, weil wir einen guten Fußball spielen. Und den will ich nicht permanent mit irgendwelchen Dingen konfrontieren, die er unbedingt kaufen muss. Und das ganze Gaming-Thema, also viele Vereine, auch international, setzen ja sehr stark auf so Online-Spiele. Und das ja, auch sind wir ja auch am Rande dabei. Bin ich auch skeptisch, aber Sie sehen, ich bin skeptisch und trotzdem wird es gemacht. Ich verhindere es ja nicht. Ich persönlich sage, natürlich werden wir an dem Thema nicht vorbeikommen, aber ich finde es trotzdem schade, weil viele dieser jungen Burschen, die da jetzt zu Hause sitzen, einen Burger in der Hand und in der einen Hand und in der anderen Hand mit ihrem Ding da, mit ihrer Maus spielen, es wäre gescheiter, er wäre auf dem Fußballplatz und würde sich bewegen. Und die erzählen immer, ja, die sind topfit. Dann sage ich immer, einer, der 3 Zentner wiegt, kann genauso gut sein wie einer, der 50 Kilo wiegt. Und das können die mir alle nicht klar machen. Und es wird ja auch so eine Welt suggeriert, die ja nicht so ist. Die Leute glauben zum Schluss, ja, jetzt habe ich heute den Luca Toni in der Halbzeit ausgetauscht gegen den XY. Und im wirklichen Leben hat es ja der Van Gaal auch mal gemacht, den Luca Toni ausgetauscht. Dann ist er aber nach Hause gegangen in der Halbzeit und am Montag nicht zum Training gekommen. Und das ist dann die Realität, die ich mag an dem Fußball. Was Emotionen. Ich meine, Sie haben ja auch wirklich Emotionen mal reingebracht. War das mit der Abteilung Attacke, die es gab, war das für Sie bewusst gemacht, um halt auch Emotionen zu schüren oder war das eher um den Wettbewerb zu schwächen? Überhaupt nicht. Ich habe immer versucht, wenn ich attackiert habe, zu 98% war es, den FC Bayern zu schützen. Weil ich habe, das mache ich ja bis heute, dass ich Journalisten anrufe und sie beschimpfe. wenn ich das Gefühl habe, der FC Bayern oder Teile des Vereins, Spieler, Trainer, Vorstände, werden ungerecht behandelt, ja? Dann muss man aber was sagen. Ich habe zum Beispiel den Lothar Matthäus kürzlich angerufen und gesagt, was hast du da eigentlich für einen Schwachsinn erzählt, dass der FC Bayern in der Breite der am schlechtesten aufgestellte Verein in der Bundesliga ist, also von den Spitzenvereinen. Ja, du, Leipzig und Dortmund. Und das habe ich ihn natürlich angerufen nach unserem 3-1 in Leipzig. Da hat er wenig Argumente gehabt. Und wenn Sie jetzt die Champions League-Entwicklung gerade erleben, ja, was die Woche wieder los war, und dann, wenn ich dann, wie jetzt in Lissabon, sehr gutes Fußballspiel von beiden Seiten,
wenn ich dann in der Halbzeit sehe oder letzten 20 Minuten, was da bei uns auf der Bank noch kommt, was wir, dann kommt der Gnabry rein, noch kommt der, dann denke ich mir, dieser Lothar, ne? Der will er mir erklären, dass wir in der Breite nicht gut aufgestellt sind. Dabei haben wir noch 5 Nationalspieler, die wir jederzeit einsetzen können und die anderen haben ein Problem. Also, und da muss man dann schon mal was sagen. Und das ist ja, oder ich habe auch mal in diese Diskussion am Sonntagmorgen angerufen, da beim Doppelpass. Ja. Ja, da juckt es mich öfters, ich sehe den ja nicht regelmäßig. Weil da wird ja so viel Dampf geplaudert, ja. Und da geht es nie richtig zur Sache. Ja. Und das interessiert mich, dass man da mal etwas sagt. Damit ein bisschen Feuer. Wie war das denn? Sie haben einfach da. Ich habe die Nummer von einem Redakteur, der da immer dabei ist, und dann rufe ich den an und dann gibt er über sein Mikrofon. Ich habe den Höhle-Leitung. Ich habe den Höhle und dann wird alles weggeschmissen und der Höhle kommt in die Sendung. Als bei Live-Schalte. Und dann ging's los. Aber es war auch eine spontane. Ja, natürlich. Als ich an dem Sonntagmorgen, es hätte ja auch sein können, dass ich an dem Tag gar nicht schaue, aber ich schaue dazu, dann denke ich, ja, was machen denn die da? Und dann geht's los. Aber es gibt auch, sagen wir mal, so bewusste Ausbrüche, wo sie vorher genau sich aufgeschrieben haben, jetzt lasse ich mir vor und jetzt gehe ich ins Interview. Also aufgeschrieben bestimmt nicht, aber vielleicht mir vorgemerkt. Ja, also da gibt es doch auch legendäre Beispiele, wo sie nachher gesagt haben, das war bewusst so. Aber nichts aufschreiben, habe ich alles im Kopf. Okay, was war denn ansonsten sozusagen, jetzt, wir sind ja auch irgendwie, kann ich schon sagen, marketingmäßig sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr geschickt. Was waren denn noch so die entscheidenden oder die ungewöhnlichsten Moves, die sie so gemacht haben? Also ich meine, die Eishockey-Fans ins Stadion zu bestellen, ist ja schon mal eins. Dann die Lederhosen zu machen, zu polarisieren, eine Marke aufzubauen. Aber ich habe das Gefühl, das Entscheidende ist, dass was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir nicht an die große Glocke hängen, aber einer der wichtigsten Punkte beim FC Bayern ist, dass wir, glaube ich, ein bisschen in dem Bereich Nachhaltigkeit ganz stark, ja, was ja heute ganz große Rolle spielt. Da haben wir eigene Leute, die sich drum kümmern. Und was das Wichtigste sind, ich glaube, wir sind der sozialste Verein in der ganzen Welt. Aber wir reden nicht unbedingt drüber. Verstehen Sie? Wenn zu meiner Zeit irgendwo, ich kann mich erinnern, da war dieser Flugzeugabsturz in Remagen. Ja, aber da wurden nicht 15 Workshops und drei Besprechungen gemacht, sondern da hat man zusammen, da müssen wir helfen. Und dann hat auch vielleicht der Trainer gesagt, ja, wir können doch am Samstag mal Bundesliga spielen, dann können wir dann am Sonntag noch so ein Benefitspiel machen. Ja, doch, haben wir. Ja, dann sind wir da hingefahren. Und du musst zeigen, dass bei aller Abgehobenheit, die der Fußball ja teilweise hat, dass wir Menschen sind. Und dass der Mensch, der kleine Mann, der ein Problem hat, dem muss geholfen werden, wenn es irgendwie geht. Das kannst du nicht jeden Tag machen. Aber bei bestimmten Events oder bestimmten Vorkommnissen, jetzt auch, wir machen ja jetzt auch wieder was für die Opfer da von der Flutkatastrophe. Leider hat es bisher nicht geklappt, einen vernünftigen Termin zu finden. Aber das sind so Dinge, dass man spontan und nicht groß noch eine Anzeige schaltet, habt ihr mitgekriegt, dass wir das jetzt so und so machen? Sondern, dass man das als selbstverständlich betrachtet. Und ich glaube, möglichst nicht darüber reden. Aber also ich kann es ja sagen, in der Recherche habe ich schon gesehen, Sie haben ja eine Stiftung, die Sie ganz stark fördern, Dominik Brunner Stiftung, ne? Das ist ja nur eine von 6 oder 7. Alle meine Einnahmen, die ich gerade auch für Vorträge, für als ich bei RTL Co-Moderator war, das gebe ich 5, 6. Dazu gehört die Dominik Brunner Stiftung, BIS, das ist diese Obdachlosenzeitung in München am dann die Kinderträume, dann eine Stiftung in Südafrika, eine Schule, mache ich ganz viel, ja, Kinderschule, Hope and Light heißt die, dann Antenne Bayern hilft, da bin ich im Kuratorium, ja, also das sind 5, 6 Stiftungen, die ich übers Jahr mit all diesen Dingen beglücke, oder der Christian Springer, dieser Kabarettist, der hat Orienthelfer e.V., als da im Libanon die Geschichte war, hat der FC Bayern ganz spontan 200.000 Euro gespendet und ich auch Geld gespendet. Also einfach da was tun, wo es notwendig ist. Und wie gesagt, alle meine Einnahmen, und das sind sehr große Einnahmen, über 10 Jahre hinweg gehen in diese Richtung.
wenn man über Geld Einnahmen spricht. Aus allen Bereichen der Werbung oder meiner Vorträge. Also wenn man über Geld spricht, ich meine, Sie haben ja selber eine Firma gebaut von 7-8 Millionen Umsatz jetzt auf 600-700 Millionen Umsatz. Trotzdem war ich jetzt persönlich überrascht, als man lesen konnte, ne, im Rahmen der Steuerthematik, die Sie ja hatten, wie viel privates Geld Sie da auch eingesetzt haben. Das ist ja schon wahnsinnig viel. Also da dachte ich, wie kann das eigentlich sein? Sie sind ja aus einer Spielergeneration. Wenn Sie heute 25 wären, dann würden Sie wahrscheinlich 20 Millionen verdienen können mit dem Profil Weltmeister, Europameister und so. Aber damals war es ja noch recht klein. Ich meine, als FC Bayern-Chef verdient man ja auch nicht so viel, dass man auf einmal mit 20, 30 Millionen, sagen wir mal, arbeiten kann. Wo kam das eigentlich alles her? Zunächst einmal ist es natürlich richtig, dass es eine Scharte in meinem Leben ist, wo ich einen riesen Fehler gemacht habe. Klar. Gar keine Frage. Das ist also, aber ich war ja immer schon, sagen wir mal, ganz geschickt in diesem Bereich Kapitalmärkte. Und damit habe ich mich sehr oft nebenher beschäftigt. Und am Ende mehr verdient er auch offensichtlich als. Und Sie müssen natürlich wissen, ich weiß nicht, ob Sie Profis sind, man kann ja, gerade wenn man Devisen spekuliert, wird man ja gehebelt. Ja. Ja, wenn Sie 20 Millionen spekulieren, brauchen Sie nur 10% Einschuss, ja. Wenn der weg ist, ist er aber weg. Ja. Dann ist auch die Position weg. Aber so ist es halt entstanden. Und zeitlang war ich sehr, sehr erfolgreich und leider danach nicht mehr. Und meine Steuerproblematik ist ja verrückterweise so entstanden. Ich habe am Anfang viel Geld damit verdient, am Ende alles wieder verloren. Aber die Verluste konnte ich nicht mit den Gewinnen verrechnen und daraus ist die Steuergeschichte entstanden. Aber war ein Riesenfehler, gar keine Frage. Gucken Sie sich an, was heute passiert. Ich meine, es gibt ja die ganzen neuen Trading-Apps, wo viele Leute sollen ja auch an die Börse gebracht werden, ja. Bewusst. Dann sagt ja auch, das für zur Altersversorgung ganz wichtig. Das ist gut, aber ich bin in der Beziehung ganz konservativ. Ich habe nach wie vor, manage ich mein Kapitalvermögen. Aber da bin ich ganz konservativ. Ich kaufe nur einzelne Titel, keine ETFs, keine Fonds. Ich habe 2-3 Banken, die ein Geld für mich verwalten. Aber den Rest entscheide ich ganz persönlich. Meistens montags, weil ich am Wochenende viel gelesen habe. Ach wirklich? Also das heißt, selbst ETFs, wenn man das Risiko ja bewusst versucht zu streuen, würden Sie nicht machen? Ich gehe immer auf eine Aktie und ich sage, heute kaufe ich die oder nächste Woche die. Wobei ich in diesem Bereich ich habe heute in meinem Depot Aktien, die ich schon 10 oder 15 Jahre habe. Ja, ich bin da ziemlich konservativ. Ich schaue sehr stark auf dividendenstarke Titel. Es ist kein Geheimnis, dass ich Freund der Allianz, der Telekom und so weiter bin. Und damit ist man ja nicht so schlecht gefahren. Haben Sie denn den ganzen Digitalfirmen Goldrausch auch ein bisschen mitgemacht? Nein, Amazon, Google, nein. Facebook? Leider nicht. Apple? Leider nicht. Das heißt, ich habe zu meinem Sohn die Woche gesagt, ich hatte mal eine riesige Menge Microsoft bei 23. Die sind jetzt 360. Ja, stellen Sie sich mal vor. Sehr wertvoll, da brauche ich jetzt nicht mehr hier sitzen, da wäre ich irgendwo in Florida. Aber so ist es halt, ja. Ich bin auch nie einer, der irgendwas kauft, wenn einer sagt, du musst jetzt das und das kaufen. Mache ich nicht. Weil ich will wissen, was da dahinter steckt und so weiter und so. Und was ich auch nie mache, Firmen zu kaufen, wo ich weiß, wo ich den Besitzer kenne. Wegen Insider-Wissen. Ich habe zum Beispiel nie eine Adidas-Aktie gehabt. Weil das war, ja, super wäre das gewesen. Aber es wäre immer die Gefahr gewesen, dass man da vielleicht doch was. Und das war auch bei den Hebelgeschichten auch so, dass sie einzelne Titel dann gehebelt haben. Also nee, ich habe nur bei damals war es ja Devisentermin. Ah, okay. Da ging es nicht Titel, sondern ging um Dollars, Euros, Schweizer Franken, Yen. Aber das war jetzt ja dann eher wirklich rein Lust, weniger. Das war Zockerei. Aber bei den Aktien, ist es schon so, dass Sie dann Zeitungsartikel lesen oder selber irgendwie? Ich lese unglaublich viel Wirtschaftspresse. Und ich habe natürlich bei den einen verschiedenen Banken überall Spezialisten, mit denen ich mich berate. Aber da kann keiner entscheiden, was zu tun ist. Das mache ich schon selber. Und welche Firma, wenn man jetzt die letzten 20, 30 Jahre zurück, Sie machen das schon länger, hat Ihnen am meisten eingespielt? Also was war so der erfolgreichste Titel, Kauf, den Sie ja gemacht haben? Wenn man alles zusammenzählt mit allen Dividenden, die Allianz. Die Allianz? Hat die Sonnenwertzuwachs erlebt in den letzten, habe ich jetzt nicht so im Blick. Ja. Okay. Ja, vor allem, Sie dürfen ja nicht vergessen, die rentieren mit 4-5%. Wenn Sie das auf 20 Jahre hochrechnen, dann sind das schon mal 80.
Und ihre eigene Fabrik, wenn sowas, was man ja auch über sie wissen muss oder meine Ex-Fabrik. Warum? Die gehört ja jetzt meinen Kindern. Ja, okay, aber sie haben die ja gebaut. Ja, aufgebaut, mit einem Partner. Genau, genau. Also ein Fleischproduzent, Wurstproduzent, Howe heißt die, sitzt in Nürnberg, ne? Ich sitze in Nürnberg, muss in Nürnberg sitzen, weil wenn du original Nürnberger Rostbratwürste produzierst, dann muss die Fabrik in den Stadtgrenzen von Nürnberg sein. Weil das ist eine geografisch geschützte Produkt, europaweit geschützt, und dann gibt es diese Einschränkung. Und 100, also in München könnte man keine Nürnberger produzieren. 100 Millionen Umsatz? Nicht ganz, aber ich schätze mal knapp 90, so 85, 90. Also das ist ja schon ein richtig, also solider... Von null. Ja, wollte ich ja sagen, das ist ja eigentlich eine Unternehmerleistung nochmal so parallel. Mhm. Ärgert man sich manchmal, dass... Wobei ich sagen muss, seit etwa, mein Sohn macht das jetzt 20 Jahre, ja, und er hat einen großen Beitrag geleistet. Ich habe die aufgebaut mit einem Partner, der leider dann schwer krank wurde und später starb. Und als der leider gestorben ist, habe ich es erst mit einem Geschäftsführer oder ein, zwei Geschäftsführern versucht, weil ich ja bei Bayern wurde immer größer, ich hatte weniger Zeit. Das hat nicht so funktioniert und dann musste eines meiner Kinder einspringen. Ich dachte zuerst an meine Tochter, die älter ist, die BWL studiert hat, aber dann hat der Junge mit einer Banklehre in der Landesbank mit 21 das gemacht und der macht das sensationell und hat aus der Firma wirklich eine Perle gemacht. Wie ging das eigentlich los? Also ich meine, man könnte ja meinen, ihre Eltern... Tellerwäschergeschichte. Aber es ist nicht irgendwie aus dem Elternhaus oder so, sondern es ist wirklich bei Null gegründet. Ich hatte eine gewisse Ahnung, aber nur ganz marginal, hatte ich natürlich, weil die Eltern eine Metzgerei hatten. Und ich hatte für einen anderen Freund, die Firma Hudek ist ja bekannt hier, große Firma, der hat mich mal gefragt, sag mal, Uli, du kennst doch die Leute von Aldi, weil ich mit denen 78 mal ein WM-Buch gemacht habe. Ja, was ja so ein Desaster war, weil Deutschland ja gegen die Österreicher ausgeschieden ist. Und ich auch noch 4 Wochen vorher verletzt wurde, Muskelfaserriss. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber ich konnte nicht zur WM. Und trotzdem bin ich dann 4 Wochen nach aus Argentinien gefahren, habe das Buch mitgemacht, Artikel geschrieben. Aber das Buch war dann ein Riesenflop. Deutschland ausgeschieden. Aber die Leute von Aldi, die waren offensichtlich begeistert, dass ich trotzdem am Ende dann Autogrammstunde gemacht habe. Alles Dinge, die ich hätte nicht machen müssen. Und so hat er mich mal gefragt, du kennst doch die Leute von Aldi, kannst du mir mal helfen, Wurst da zu verkaufen? Ja, und irgendwann bin ich mit dem da hingefahren und dann haben wir Leberkäse verkauft und so weiter. Und nach einiger Zeit, das war Anfang der 80er Jahre, hat der Einkäufer den Dr. Hudek gefragt, sagen Sie mal, können Sie original Nürnberger Rostbratwürste liefern? Da hat er gesagt, nein, weil meine Fabrik ist in Starnberg, die ist nicht in Nürnberg. Das war so in meinem Hinterkopf und Wochen oder Monate später traf ich meinen Freund Werner Weiß, den ich kennengelernt habe, in dem halben Jahr, in Nürnberg, als ich in Nürnberg Fußball gespielt habe. Der hatte eine kleine Metzgerei und ein asiatisches Lokal. Und irgendwann sind wir hier bei seinem Geburtstag abends gesessen, spät, etwas getrunken, etwas mehr. Dann sage ich zu ihm in zuvor gerückter Stunde, sag mal, Werner, machst du eigentlich Nürnberger Rostbratwürste? Ja. Ja, wie viel? Ja, 50 Kilo am Tag. 50 Kilo? Du musst Tonnen machen. Mach mir mal ein Muster. Und dieses Muster habe ich dann nach Mülheim geschickt, zu Aldi Süd. Der Einkäufer hat gesagt, ja, war jetzt nicht so gut. Haben wir wieder gemacht, wieder. Das dritte hat gepasst. Er hat gesagt, ja, ist gut. Haben Sie eine Fabrik? Noch nicht. Haben Sie eine Produktionsstätte? Noch nicht. Wenn Sie uns die Chance geben, investieren wir. Ja, Aldi, was? Haben wir ja noch nie gemacht. Dann wurde ich irgendwann zum obersten Einkaufschef von Aldi zitiert, ein gewisser Herr Thiemann, so ein ganz Forscher, sagt er, Hönes. Mein Einkäufer sagt, Sie wollen uns eine Wurst verkaufen, haben gar keine Fabrik. Das haben wir noch nie gemacht. Herr Thiemann, wenn Sie uns die Chance geben, investiere ich. Damals war Bayern klein. Ich konnte dann mal eine Woche. Und irgendwann am 6. März, werde ich nie vergessen, 85, kriegte ich um 18 Uhr im Trainingslager mit der Mannschaft, abends haben wir gegen AS Rom gespielt, einen Anruf von diesem Thiemann. Also, Hoeneß, wir haben uns jetzt entschieden, wir geben euch eine Chance, 2 Lager, bei Aldi jeweils Lager beliefert etwa 60 Läden. Langenselbold und Mürfelden bei Frankfurt. Kriegt ihr 6 Monate.
Wann könnt ihr liefern? 6. März. Da habe ich kurz überlegt, habe ich gesagt, am 15. April. So 6 Wochen später. Und dann habe ich bei Bayern eine Woche Urlaub genommen, bin mit meinem Partner durch die Lande gezogen, haben wir Maschinen gemietet, Mietkauf gemacht. Er hatte schon seinen Meister aus der Metzgerei abgeliefert. Wir haben 15 Leute eingestellt. Und am 14. April, sonntags, habe ich mit meiner Frau im Kühlhaus die letzten Paletten geschlichtet und am 15. haben wir geliefert. Und dann ging's los. So ging's los. Und dann also am Ende mit einem Auftrag von Aldi, mit einem Vertrauensvorschuss von Aldi. Absolut. Und Aldi ist nach wie vor ein ganz wichtiger Kunde bis heute. Natürlich nicht mehr der Alleinige, aber wenn wir die nicht gehabt hätten, gäbe es unsere Firma nicht. Wenn man jetzt so auf ihr Leben schaut, dann haben sie ja selber krasse Firmen aufgebaut, aber auch alle Arten von Zampanos, Unternehmern, Verrückten kennengelernt, also von Berlusconi, Kirch, jetzt sind Perez, wahrscheinlich noch viel mehr, die mir jetzt gerade gar nicht einfallen. Tapie, glaube ich, ne? Es gab ja schon einige. Robert Louis Dreyfus, einer meiner besten Freunde. Also, leider gestorben. Wollte ich gerade fragen, wer war denn da von dieser ganzen Riege der Legenden für Sie am eindrucksvollsten oder vielleicht wo Sie sagen, das war echt der krasseste? Naja, Sie haben schon ein paar Illustre genannt. Ich habe aber auch unglaubliche noch viel mehr kennen. Ich habe Tim Höttges von der Telekom, die Leute, Hans Diekmann von der Allianz, die wir heute haben. Das ist ja der Vorteil von Bayern, dass du die nicht nur als Geschäftspartner hast, sondern auch, da ist ja auch Empathie dabei. Oder Dr. Winterkorn, so viel Probleme er wie er jetzt hat, aber er war ein unglaublicher Unternehmer. Ja, aber sagen wir mal, von der Exotik her, ja. Würde ich sagen, das war Robert Louis Dreyfus. Ja? Ja. Der ehemalige Adidas-Eigentümer. Ja, das war auch so eine Handschlagsqualität, ja. Bin ich mal in Aachen, haben wir Spiel gehabt und dann sind wir beide an einem Hotel gestanden, weil dort immer Socken angehabt, die waren schon mal Loch. Und dann stand der mit seinen Jeans da an der Rezeption von dem tollen Hotel, glaub Wellenhof hieß der. Da hat er eine Rezeption gesagt. Für die Fahrer ist da drüben das Einchecken, ja. Und da habe ich gedacht, wenn du wüsstest, der ist Milliardär. Ja, aber das war so einer, da muss ich sagen, mit Robert habe ich unglaubliche Dinge erlebt. Und Kirch? Kirch habe ich obwohl der ja wenig gesehen hat, aber wir hatten interessanterweise einen Draht. Ich habe den vielleicht 3, 4, 5 Mal gesehen. Ach so, gar nicht oft getroffen? Nein. Und von den aktuellen Akteuren ist der Perez der smarteste bei Madrid? Naja. Er ist schon eine Figur, da gibt's natürlich, wenn ich in dem Zusammenhang unglaublich geschätzt habe, war der frühere Besitzer von Manchester United, wie hieß er denn? Ach. Also, Karl-Heinz und ich, wir haben ja in der ganzen Zeit, wissen Sie, als die G14, die ja der Vorgänger dieser ECA war, ja, das waren legendäre Sitzungen, weil wir ja den ganzen europäischen. Also die Runden, wo die Chefs der wichtigsten Vereine sind. Ja, da war der Galliani von AC Mailand, der Perez von, der Berlusconi. Berlusconi war mal dabei, dann der von Real, von Barcelona, das war schon eine beeindruckende Runde. Ja, und es war so 3, 4 Mal. Und wir haben wirklich den Fußball wirtschaftlich in die Richtung gebracht. Die Champions League neu geordnet, die UEFA unter Druck gesetzt. Wir wollten ja damals schon in Europa was Eigenes machen. Und dann sind sie eingeknickt und haben dann das gemacht. Und deswegen. Ich wollte sagen, ich habe auch gerade deswegen Perez gesagt, weil ich dachte, sind ja schon seit langem eigentlich Fan von der europäischen Liga, von der Superliga. Haben sie schon häufiger zumindest so. Ich bin immer dafür gewesen, dass die Besten gegeneinander spielen, aber ich war nie einer, der dafür die nationalen Ligen aufgegeben hätte. Nie. Das war immer, da waren wir immer auch anderer Meinung mit dem einen oder anderen von den Großen. Weil wir gesagt haben, wir können nicht verantwortlich sein, dass der Rest der Liga dabei kaputt geht. Und das so nach dem Motto zweitklassig. Nee, das haben wir nie gemacht.
Eine ganz häufige Ursache für Wachstumsschmerzen von jungen Firmen ist, dass Firmen einfach aus Excel herauswachsen. Ganz viele Firmenprojekte werden auf Excel-Basis gestartet und wenn sie dann größer werden, kann irgendwann Excel nicht mehr alles abbilden an Prozessen und Daten, was die Firma alles so benötigt. Und eine mittlerweile immer häufiger genommene Lösung, die dann eingesetzt wird, heißt Xentral. Das ist unser heutiger Partner. Xentral geschrieben. Xentral, eine ERP-Software, die genau auf die Probleme eingeht, die dann meistens bei Excel nicht mehr gelöst werden können. Also zum Beispiel einen Überblick zu haben, was ist gerade noch im Lager, was nicht mehr, welche Rechnungen sind offen, welche sind bezahlt, die Verbindung zu schaffen zwischen dem Einkauf, zwischen der Logistik und dem Versand, also all diese Bereiche einer Firma, die Prozesse zu verbinden, das macht typischerweise eine ERP-Software. Man weiß genau, welche Ware das Lager verlassen, Seriennummern, all diese Themen liefert Xentral. Xentral kommt mit über 1000 Funktionen, hat Schnittstellen zu allen gängigen Tech-Tools, also Anbindung an Amazon, eBay, Shopware, Shopify und so weiter. Cloud-Zugriff natürlich. Wer das Ganze kostenlos testen möchte, kann das tun unter xentral.com/OMR. Wie schon in den letzten Wochen hier ab und zu erwähnt, auch die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone haben eine Green Business Initiative gestartet, und zwar für Geschäftskunden rund um ihren Tarif Red Business Prime. Das ist ja der zentrale Tarif, den Millionen von selbstständigen Unternehmern in Deutschland nutzen, und damit kann man jetzt komplett klimaneutral agieren. Denn Vodafone bietet hier ein Offsetting an. Also keine Reduktion, aber immerhin ein Offsetting für all die Emissionen, die entstehen, wenn man diesen Tarif nutzt. Und zwar von der Produktion des Telefons bis halt zum Tarif, bis zum Telefonieren selber, bis zur Entsorgung. Also auch schon mal ein Riesensprung, finde ich, eine super Idee von Vodafone. Also wer Bock hat, da auch dabei zu sein, jetzt anmelden für den Red Business Prime Tarif von Vodafone. Die Kosten für die ersten 6 Monate übernimmt komplett Vodafone und dann seid ihr zumindest sofort klimaneutral über halt, wie gesagt, Offsetting. Alle Infos unter vodafone.de/green-business. Muss man denn nicht jetzt trotzdem umdenken, weil man ansonsten wirklich abgehängt wird und dann ist man nachher mit der Bundesliga das, um mal so einen Basketballvergleich zu ziehen, was die BBL ist im Basketball und die NBA, das ist dann die Premier League und alle Stars und alle Trainer, sieht man jetzt schon, die gehen alle dahin, da ist das große Geld und wenn man nicht aufpasst und ich habe das Gefühl, der Perez, der weiß das und weil er das weiß und weil er sieht, er hat mit der spanischen Liga eigentlich keine Chance, versucht er halt, um Real Madrid zu retten, so eine Super League zu bauen. Erstens glaube ich nicht, dass es sicher wäre, dass er damit Real Madrid rettet, weil das Problem auch von Real ist ja ein ähnliches wie bei Bayern München und Barcelona. Wir sind ja die einzigen Vereine, die noch Vereine sind, e.V. geführte Vereine. Er hat Mitglieder, Barcelona hat Mitglieder, wir auch. Wir sind Mitglieder, sagen wir mal, kontrolliert. Das Spiel ohne Grenzen findet ja dort statt, wo Staaten die Vereine besitzen oder Oligarchen. Und solange er sich dazu nicht durchringt, was er wahrscheinlich nie machen wird, kann er nochmal eine Super League machen, die wird das Problem nicht lösen. Weil wenn jetzt Newcastle wirklich die Saudis hat, wenn der dann irgendwann sagt, ja, dann schießen wir da halt 500 Millionen ein. Dann nützt ihm die ganze Super League nichts mehr. Aber dann ist man zumindest auf derselben Plattform. Das ist ja schon mal entscheidend, dass man dann zumindest gegen die spielen darf und dass man. Das kann man auch in der Champions League. Okay, aber man dann trotzdem in die Champions League auch gar keine Relevanz. Ich möchte nicht, also ich kann nur für mich reden. Ich möchte nie verantwortlich sein, dass es in der Bundesliga eine Zweiklassengesellschaft gibt, ein, zwei Vereine, die da in der Super League spielen und der Rest spielt dann irgendeinen. Was weiß ich, Kürbiskapos. Ja. Sie haben ja mal überlegt, DFL-Chef zu werden. Habe ich nie überlegt. Zumindest mal für ein paar Tage. In der frühen Phase, als die DFL. Ich war nie so der Typ, der so Funktionärstyp war. Ich meine, ich habe mich auch, Karl-Heinz hat das hier als Vorstandsvorsitzender ja sehr gut gemacht. Ich habe mich auch nie beworben, Vorstandsvorsitzender hier zu werden, weil dann hätte ich ja all diese Aufgaben übernehmen müssen, die er sehr gut gemacht hat. UEFA, FIFA, sehr viele Sitzungen, sehr viele Tage- und stundenlange Sitzungen. Das ist nicht meine Welt. Wenn nach 2-3 Stunden in irgendeinem Gremium, da war ich nervös. Ja, und wenn du das nicht kannst, und wenn du so einen Verband oder DFB oder DFL, das ist nicht meine Welt. Okay.
Was kennen Sie die Frau Hopfen, die das jetzt demnächst macht? Persönlich kenne ich sie nicht, aber ich bin gespannt. So ein neuer Weg, eine Frau, finde ich auch mal sehr, sehr interessant. Was wäre sinnvoll vielleicht anzugehen? Was würden Sie sich erhoffen, dass die angeht? Ja, zunächst einmal hat sie natürlich auch große Schuhe zu übernehmen von Herrn Seifert, den ich persönlich sehr schätze. Der hat einen super Job gemacht für die Bundesliga. Und es gibt viele, viele Aufgaben, zum Beispiel das Verhältnis zum DFB. Da ist ja alles im Argen, was im Argen sein kann. Ich hoffe nur, dass die DFL da auch Einfluss nimmt, dass eine vernünftige Führungsstruktur beim DFB kommt, weil es ist für den deutschen Fußball, auch für die Bundesliga-Vereine wichtig, dass der DFB funktioniert, weil die Nationalmannschaft, habe ich nicht immer so gesehen, ein ganz wichtiges Aushängeschild für den deutschen Fußball ist. Und wenn das so schlecht gemanagt wird, wie das teilweise in den vergangenen 10, 20 Jahren passiert ist, dann hat der FC Bayern einen Klumpen am Bein, hat der Bundesliga-Fußball einen Klumpen am Bein, der schwierig ist. Also das heißt, das ist das Binnenverhältnis zum DFB zu kitten, ist ein Thema. Ja, und Strukturen zu schaffen, die ein Ziel haben, den Fußball gemeinsam zu entwickeln, damit wir eine Chance haben gegen die anderen großen Länder in Europa. Wäre nicht der Christian Seifert auch jemand von Bayern gewesen? Ich habe ihm mal ein Angebot gemacht. Ja? Ja, als Karl Hopfner damals aufhörte bei uns, habe ich mit ihm gesprochen. Und den hätte ich sofort genommen. Aber der wollte nicht? Er wollte. Und was macht er jetzt? Ich weiß es nicht. Der ist für jedes Amt im großen Sport ist der fähig. Was zeichnet denn, also wenn Sie das über jemanden sagen, was zeichnet die denn aus? Oder generell, was gucken Sie sich an bei Leuten? Sie haben jetzt sich auch für Kahn entschieden, Sie haben sich für Salihamidžić entschieden. Was, Seifert finden Sie jetzt gut? Wonach gucken Sie? Also wenn es auch um so eine Nachfolge geht, offensichtlich sieht es ja so aus, als wenn Sie die Nachfolge gut gelöst hätten, jetzt neben dem Fußballsachverstand. Vergessen Sie nicht, Herbert Heiner ist ja immerhin Adidas-Vorstandsvorsitzender gewesen und eine ganz wichtige Funktion jetzt auch hier beim FC Bayern. Genau, also aber den musste man nicht entdecken. Der war schon irgendwie so ein bisschen bewährt, sagen wir mal, mit Adidas hat er schon ein Großes geleistet. Ja, aber ich sage Ihnen, was ich vorher gesagt habe, es ist ja auch ein großer, sehr wichtig, dass einer, der im Konzern funktioniert, dann im Fußball funktioniert. Aber Sie haben natürlich recht, Seifert hat sich, er ist flexibel, er hat ja vorher was anderes gemacht und er hat sich unglaublich in die Materie eingearbeitet, obwohl er jetzt eigentlich nicht meinem Beuteschema entspricht, weil er nicht großer Fußballer war. Aber der ist wie immer einer dieser Ausnahmen, der es geschafft hat, die Interessen des Fußballs hervorragend zu vertreten. Und er hat sich in die Materie sehr schnell eingearbeitet und hat am Ende ganz genau verstanden, wovon er spricht. Aber und generell gibt es irgendwelche so Attribute, wo Sie sagen, darauf gucke ich, das ist mir wichtig bei Leuten, an die Sie glauben. Ich meine, Sie haben ja auch schon ein paar gehabt, wo es nachher nicht gepasst hat. Also ich meine, es gab ja mal den... Keiner kann Erlinger sagen, oder, dass er immer richtig liegt. Genau, ja, genau, genau. Aber was ist denn so das ja, bei mir ist natürlich sehr viel Bauchgefühl. Ja, wenn ich würde nie jemand einstellen nach einem Bewerbungsschreiben, sondern ich würde immer sagen, wie heißen Sie, Name, wie alt, und dann kommen Sie mal vorbei. Ja, und dann, ich möchte, also meine Quote da liegt gar nicht so schlecht bei den Entscheidungen. Wer war der größte Treffer im Nachhinein? Muss ich sagen, der hat am meisten bewegt, also auch im Verein, oder wo der am meisten gehebelt hat, sozusagen? Das ist immer so absolut, aber ich glaube, wenn Sie dran denken, wie viele Leute wir, Karl Hofner war ein genialer, geniale Entscheidung. Das war zum Beispiel eine, da haben wir eine Anzeige gemacht. Da waren 400 Bewerber. Und dann haben wir da konnte man nicht selber alles lesen, dann haben wir eine Personalagentur beauftragt, mal von den 400 die letzten 10 auszusuchen. Ja? Und derjenige, der gar nicht vom Fußball kam, da haben sich ja die ganze Welt beworben, können Sie sich vorstellen. Bei FC Bayern zu arbeiten. Und dann haben wir uns die letzten 10 Leute haben wir persönlich getroffen und wir waren interessanterweise fast alle der Meinung, der ist es. Verrückt, ja. Und das war eine geniale Entscheidung. Einfach, aber auch am Ende. Auch hier Jan Dresen, der den habe ich mal beim Golfspielen kennengelernt. Ja? Der war ja Vorstand der
wie sagt man, ich glaube, der Bayerischen Landesbank oder, ja, Bayerischen Landesbank. Ja, haben Sie mal ernsthaft überlegt, Spielerberater zu werden? Es gab ja auch so mal eine Episode, wo Sie sogar vielleicht den Bayern hier gedroht haben, wenn ich hier nicht so klarkomme, dann gehe ich raus, dann werde ich Spielerberater. Und das hätte da wüsste ich ja gar nicht, wohin mit dem Geld. Wollte ich gerade sagen, das wäre ja, wenn Sie das geworden wären vor 20 Jahren, das wäre ja unfassbar geworden. Ja, stellen Sie mal vor. Ärgert Sie das nicht? Dann könnt ihr jetzt einen Fußballverein kaufen. Ja, genau, genau, ja, genau. Was Sie heute verdienen. Ja, ist doch Wahnsinn. Raiola und wie Sie genau, alle. Genau, Sie können einer von sein. Ja, Karl-Heinz und ich als Spielerberater, da wäre was los. Wir würden ja gemeinsam eine Agentur machen. Ja, aber ist der Zug abgefahren jetzt? Ja, natürlich. Aber eigentlich hätte man das vor ein paar Jahren gemacht, oder vor 10, 20 Jahren. Tja, ich war im Januar 70, vergessen Sie das nicht. Ja, aber vor 20 Jahren, das wäre doch eine Karriere gewesen, die wäre vielleicht noch erfolgreicher geworden, wirtschaftlich. Aber keine, aber was glauben Sie, hat so ein Spielerberater auch Gänsehaut, wenn er ins Stadion einläuft und alles eine Orgie in Rot-Weiß? Nee, glaube ich nicht. Dafür gibt es keinen Preis. Also ist das für Sie am Ende auch so ein bisschen das Lebenswerk, einfach den Bayern gebaut zu haben und hier geliebt zu werden? Und von den Fans? Und Sie glauben ja nicht, was ich so an täglichen Dingen erlebe. Kürzlich war wieder einer da, hat geklingelt. Hat gesagt, Herr Hoeneß, ich komme aus Reutlingen. Ich möchte, dass der FC Bayern ein Benefitspiel macht. Da habe ich gesagt, Sie, ist schön, dass Sie aus Reutlingen kommen, aber ich bin nicht mehr zuständig. Aber da fahren die an den Tegernsee und Leute bei mir wegen Freundschaft. Sie glauben nicht, was ich erlebe. Sie glauben es nicht. Und dafür, das sind so viele schöne Erlebnisse. Ja. Oder kürzlich hat mir einer einen Brief geschrieben. Ich habe jemanden kennengelernt in Oberstaufen. Ja. Die sind vom Fanclub, ja. Und die Oma ist 90 vom Vorstandsvorsitzenden, vom Fanclub-Vorsitzenden. Und ihr, bevor sie stirbt, möchte sie noch einmal etwas machen. Ja, was? Den Uli Hoeneß kennen. Habe ich den angerufen. Die kommt. Wirklich? Ja, sicher. Wann ist das eigentlich bei Ihnen klar geworden, dass Sie eine Art Personenmarke sind? Also es gibt den FC Bayern als Marke, aber mittlerweile, ich würde mal sagen, in Deutschland haben Sie ja eine Namens- und Personenbekanntheit auf dem Level wie Frau Merkel oder wie. Aber es ist nicht immer einfach. Ich glaube das. Wie Sie sehen, ja. Ich glaube das, aber es ist ja so. Also aber ich habe daran wirklich nie künstlich gearbeitet, indem ich gesagt habe, jetzt muss ich das machen, um das und das zu erreichen. Sondern darauf bin ich stolz. Ich war immer ich selbst. Mit allen Schwierigkeiten. Mein Sohn, als ich jetzt wieder kurz über die Veganer gesprochen habe, hat gesagt, halt jetzt mal deine Klappe, ja. Ich muss jetzt nicht wieder die Shitstorm-Seite der Firma haben von all diesen Leuten. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut raus. Verstehen Sie? Und wenn ich wohin gehe, dann versuche ich, meine Meinung zu äußern. Und wenn ich dann ständig so um den heißen Brei rumreden soll und sagen, ja, eigentlich könnte, ja, so kann man das natürlich auch sehen. Aber wenn man das so nicht sieht, dann könnte man es auch anders sehen. Denn ich sage, man kann es so sehen. Ob das dem einen passt oder nicht, ist mir wurscht. Ich hatte das Gefühl, bis zu der Steuerproblematik waren Sie auch auf dem Weg, immer mehr eine politische Figur zu werden. Das stimmt. Und das bedauere ich sehr, weil damit war klar, dass in dieser Richtung nichts mehr möglich ist, weil ich bin ja damals zu Anne Will gegangen, ich war ja bei meinem Bruder. Aber wenn ich heute jetzt irgendeinem was vorhalte, immer das Tuschelargument sagen, dann sagt er, nein, was willst du eigentlich? Ja. Und da habe ich in einer bestimmten Form auch Verständnis, obwohl ich es sehr schade finde, weil ich glaube schon, dass ich alles bereut habe. Ich habe meine Steuern bezahlt, habe die Zinsen bezahlt, bin ins Gefängnis gegangen. Aber trotzdem bleibt da etwas hängen und das kann ich nicht wegdiskutieren. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Obwohl ich, sage ich Ihnen eins, eine Zustimmung kriege von vielen Leuten, die ich noch nie im Leben gesehen habe, die ist enorm. Trotzdem für das Ganze nach oben, dass ich jetzt hier groß zum Beispiel in der Politik mich outen könnte, das funktioniert einfach nicht. Weil es gibt ein Totschlagsargument und das liegt in Landsberg. Aber wäre das ohne das ein Ziel gewesen? Und gesagt, ich hätte kein Ziel, aber ich hätte meine Stimme öfters erhoben. Weil ich glaube, dass mehr Leute, die unabhängig sind und die fähig sind, Missstände eher anprangern müssen. Weil wir haben jetzt in unserer Gesellschaft so eine neue Generation auch von Meinungsbildern, die sagen, naja, es nützt ja eh nichts. Und wenn ich dann mich da aus dem Fenster lehne und dann diese Shitstorms,
Der Vorteil für meine ist, ich lese sie nicht, verstehen Sie? Und deswegen können die, ich sage immer den Leuten alle, was ich jetzt wieder sage, können sie jetzt sich 100-mal mich sich beschweren, anonym oder was, im Internet. Worauf ich antworte, mir ist einer einen vernünftigen Brief schreibt, mit Anschrift und Handynummer, dann gibt es viele Leute, die ich zurückrufe. Ja, ich habe es erlebt. Dann kommt auf einmal ein anonymer Anruf. Da ist der Hoeneß dran. Und dann ist erstmal Ruhe. Ja? Und das finde ich schön. Also wenn einer mir einen vernünftigen Brief mit guten Argumenten schreibt, dann rufe ich den zurück. Dauern Sie so ein bisschen, dass die Medienwelt, am Ende sind Sie ja auch eine Figur der Medienwelt, weil Sie perfekt das verstanden haben, wie die Medien funktionieren, was man wo machen muss, dass die sich jetzt, dass die auch so große Probleme hat in der aktuellen Zeit, also in der digitalen Welt, dieser Umbruch der Medien. Es gibt ganze Verlage, die früher groß waren, auch Titel gehen weg. Also früher, eine große Geschichte im Stern, auch der Stern damals noch, als es die Enthüllung gab, das war ja, mittlerweile ist es viel weniger. Habe ich nie mehr gelesen. Ja, okay. Die wollten mich zerstören. Nicht, weil, nee, aber da waren ein paar Redakteure dabei, die mich zerstören wollten. Aber viele andere auch. Ich meine, das ist gar nicht nur, es ist ja generell so, dass es auch mal guckt, eine große Tageszeitung, da waren. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Es geht heute Schnelligkeit vor Inhalt. Und das ist ein großes Problem. Die hauen Dinge raus, ob sie stimmen oder nicht. Nur, ich glaube, dass viele Redakteure den Vorwurf machen, dass es eine hat, auch wenn es falsch ist. Und früher war das anders. Ich kann mich noch entsinnen, Bernd Hildebrand war der Bruder von dem Kabarettisten. Der war Sportchef bei der Abendzeitung. Wenn der einen Artikel geschrieben hat, der FC Bayern hat mit dem und dem Trainer gesprochen. Und die waren beim Käfer. Dann ist er zum Käfer hingegangen und hat gefragt, was haben die gegessen? Weil der wollte auch die Nachspeise haben. Die hatten noch Zeit zum Recherchieren. Aber heute haut man doch erstmal alles raus und weil man gar nicht mehr gezwungen wird, sich wirklich die Wahrheit zu schreiben oder das korrekt zu schreiben. Wichtig ist, dass du die Meldung hast, ob sie richtig ist oder nicht. Und das ist, deswegen mit dem Zeug möchte ich nichts zu tun haben. Deswegen, ich lese viele Tageszeitungen. Ne? Zum Beispiel am Wochenende lese ich 3 Stunden Zeitung. SZ? Nein, SZ jeden Tag, aber NZZ. FAZ am Sonntag, Welt am Sonntag, Euro am Sonntag. Ganz wichtige, ganz wichtige, ganz gute Zeitung. Die Lebensmittelzeitung. Natürlich, berufsbedingt. Natürlich, Lebensmittel kommt am Freitag. Und alles möglich. Also das ist trotzdem ist die Welt im Umbruch. Also das verändert sich schon stark. Also die Auflagen gehen zurück. Es erreicht nicht mehr so viele Leute wie früher. Ich hoffe sehr, dass sich das wieder Saldo rückwärts macht irgendwann. Aber strukturell sehr unwahrscheinlich. Im Moment ist es nicht absehbar. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist für Sie mittlerweile, ich meine, Sie haben ja auch viel von dem mit vorangetrieben, was jetzt einfach massiv da ist in der Bundesliga, das Entertainment. Also als es damals, auch Journalismus war ja damals anders in den 70ern, da wurde sehr kritisch auf Fußball geguckt und nur auf Fußball. Jetzt ist es halt sehr viel Entertainment. Das haben Sie auch am Ende. Unterhaltung, weil die Leute, das ist auch interessant. Früher, nach dem Krieg waren die Leute alle im Wiederaufbau alles. Aber jetzt, wo die soziale Struktur in unserem Land relativ hoch ist, die meisten Leute wissen nur nicht, wie gut es uns allen geht. Und jetzt wollen sie alle bespaßt werden, bespielt werden. Und da ist der Fußball ein ganz wichtiges Element. Sind wir da schon am Ende oder geht es noch weiter? Bei dem Entertainment-Faktor. Ich meine, es gab ja die Diskussion, auch sollte man nicht auch so eine Art Super Bowl-Event in Deutschland aufbauen? Man hat das Gefühl... Da habe ich gar nichts dagegen. Solche Dinge sind immer gut. Ich meine, wenn Sie überlegen, was Sie aus dem Super Bowl gemacht haben, weltweit ein tolles Ereignis. Aber... ich bin für jede Idee immer zu haben, aber sie muss am Ende die Sache, nämlich den Fußball, weiterbringen. Nur zu machen, damit man wieder gesagt, habe ich wieder was Neues gemacht. Entscheidend ist immer, ich sage immer, auch wenn ich einen Vertrag mache, die Summe, die unten rechts steht, ja. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Wo gucken Sie denn aktuell eigentlich Fußball? Ich meine, wenn man jetzt, ist ja gar nicht so einfach. Ja. Schwierig, ja. Das kann ich übrigens, dass ich Netflix finde und Amazon Prime finde und das Sohn finde. Aber Magenta natürlich, schaue ich Basketball. Ich bin ja großer Basketball-Fan. Gestern Abend habe ich Armani Mailand gegen die Franzosen und Villeroy oder so gesehen. Also im Fernsehen auch?
Ja, bei Magenta. Wissen Sie nicht, dass alle Spiele der Euroleague bei Magenta gezeigt werden? Ja. Aber gucken Sie auch NBA oder nur den europäischen Basketball? Im Moment nur europäischen Basketball. Aber NBA kommt ja nicht noch. Da kommt ja jetzt die NFL bei ja, auf The Zone. Ja, da schaue ich natürlich. Da kommt aber muss ich NBA, ja, aber da muss man natürlich da nachts schauen, ja. Oder zusammenfassen oder was? Ich bin zum Beispiel großer Golfschauer. Wirklich? Bis nachts um 2 Uhr. Ach, selber Spieler? Ja, aber nicht gut, leider. Aber was heißt denn, sitzen die nachts um 2 Uhr und gucken Golf? Ja, PGA. Die fangen ja meistens wegen der Zeitverschiebung um 9 Uhr abends an. Und wenn dann Justin Thomas gegen Dustin Johnson ein Stechen macht oder John Rahm, dann muss man doch schauen. Da muss man doch schauen, wer gewinnt. Was waren jetzt so zurückblickend, wenn Sie sagen, Sie haben auch dank des Jobs so viel erleben dürfen? Rückblickend, jetzt, was waren denn so die 2, 3 Momente, wo Sie sagen, das ist einfach nicht zu bezahlen? Das waren vielleicht für mich die absoluten Karrierehöhepunkte. Jetzt nicht nur als Spieler, klar, wenn Weltmeister wird, glaube ich schon, dass das besonders ist. Interessanterweise, Weltmeisterschaft war super, aber noch schöner war der Gewinn des ersten Europapokals des Landesmeisters, auch im Jahr 74. Weil da musste man ja noch ein Wiederholungsspiel machen gegen Atletico. Ja, das hätte ich gedacht, das ist langsam schon. Ja, wenn Sie überlegen, wir waren in Brüssel und spielen da, haben wir Duselkapp-Katsche in der letzten Minute, in Verlängerung schießt er 1-1. Wir hatten gar keine frische Unterhose dabei. Weil hat doch keiner gedacht, dass du am Freitag nochmal spielst. Ja? Und dann am nächsten Tag waren wir kaputt. Wir haben am Donnerstag da in Brüssel trainiert. Wenn Sie da hat Krüppel gegen Schwerkranke trainiert, ja. Wir konnten gar nicht mehr laufen. War Ende der Saison, wir waren deutscher Meister. Aber wir waren alle. Und dann spielst du 120 Minuten und dann war Training am nächsten Tag in Brüssel. Wenn Sie das Training gesehen hätten, haben Sie gedacht, es gibt's ja nicht. Und am nächsten Abend haben wir, und das war mein Business-Spiel, glaube ich, gab nur 2 Tore, ich 2, haben wir die 4-0 weggeputzt. Und da kann ich mich nur entsinnen, ich war völlig kaputt. Aber in der Kabine hatte ich das Ding in der Hand. Und da habe ich gesagt, wenn ich die Welt anhalten könnte, jetzt. Ja, das war also sportlich. Und ansonsten hat man natürlich viel erlebt. Ja, also als Manager, aber was, ich meine, es gibt ja die berühmten Bilder, wo Sie mit den Bayern-Schaf auf der Tribüne sitzen. Aber welches Spiel oder welcher Moment? Ja, schon Gewinn der Champions League 2001 in Mailand gegen Valencia. Valencia. Und dann, was ja auch für mich sehr emotional war, weil ich kurz darauf ins Gefängnis musste, war der Gewinn der Champions League in Wembley gegen Dortmund. Ich war 13, da war ja klar, der Prozess kommt und da wusste ich, es war sehr emotional. Eine der, finde ich, wenn man sie so verfolgt, krassen Momente war, in der Dokumentation habe ich das gesehen, über Bastian Schweinsteiger, dass der an sie gedacht hat, nach dem WM-Sieg. Was soll ich Ihnen eines sagen? Da war ich ja im Gefängnis. Ja. Ne? Und ich war ja auch dazu der Sprecher dieser Gefangenen. Ich war ja im Spital, viele ältere Leute, und ich hatte da gesagt, weil die Zelle wurde immer abgesperrt, glaube ich, um 9:30. Und ich hatte einen Antrag gestellt, dass wir gemeinsam dieses Endspiel schauen können, ja, so 10, 12 Leute. Wurde abgelehnt. Also lag ich ganz alleine da in meiner Zelle. Und dann dieses emotionale Spiel. Und normalerweise bin ich jetzt keiner, der jetzt den Nachspann noch viel schaut. Und dann kommt dieser Nachspann und der Bastian sagt das in dem Moment. Ja. Boah, das sind bei mir alle Dämme gebrochen. Ist krass, oder? Ich meine, das kann man ja schon fast... Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja. Im Übrigen, weil ich nie vergesse, möchte ich an jemanden erinnern, ohne den wir heute nicht hier wären. Ja. Unglaublich. Ja, ist unglaublich, ne? Ja. Vielleicht haben wir noch ein Thema vergessen, was ja auch Sie auszeichnen, was ich das Gefühl habe, es fehlt bei den, wenn man sucht und versucht zu verstehen, wie Sie es gemacht haben, dieses Familiäre. Man muss ja irgendwie, haben wir noch nicht drüber gesprochen, es gibt Machtstrukturen und Umfeld, Städte, die wichtig sind, aber irgendwie schaffen Sie es ja auch, so eine familiäre Aura zu erschaffen, offensichtlich, dass sowas kommt. Das kommt ja jetzt ja nicht, weil Sie dem viel Geld überwiesen haben, sondern es kommt ja, weil der Sie scheinbar so als familiären Personen auch schätzt. Und viele andere sagen das ja auch. Also ist das irgendwie bewusst irgendwie gesteuert? Aber es war überhaupt nicht. Das ist mein Charakter und das, ich bin ein Familienmensch und ich habe immer versucht, diesen Sinn für die Familie auch auf den FC Bayern zu übertragen. Und jeder, der hier arbeitet und jeder, der speziell auch die Spieler,
den betrachte ich als Teil der Familie. Und für die bin ich Tag und Nacht immer da gewesen. Ich kann mich entsinnen, als Michael Standpop mal nachts um 2 Uhr bei Rot über eine Ampel gefahren ist und einen Unfall vor uns gesagt hat, hat er mich angerufen, nachts um 2 Uhr. Herr Hoeneß, ich bin Rot über die Ampel, habe jetzt einen Unfall, was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, erstens die Polizei anrufen und wo bist du? Da und da, ich komme. Bin nachts um 2 Uhr aufgestanden und habe ihm geholfen, das abzuwickeln. Und so gibt es natürlich tausende Veranstaltungen. Der Rede, der war ja auch Frank war ja wie ein Sohn. Ja, der war ja kein einfacher Kerl. Aber er war ein Mensch, auf den ich mich verlassen konnte. Und er wusste, er kann sich auf mich verlassen. Ja. Und ich habe immer den Spielern das Gefühl gegeben, wenn sie oben sind, dann bin ich nicht der 100. Klakör, der sie auf die Schulter klopft, wenn sie 5 Tore geschossen haben. Aber wenn einer den Kreuzbandriss hatte und operiert wurde, am nächsten Morgen saß ich am Bett. Das war schon ein bisschen. Oder ich habe auch Verträge verlängert, kurz nach der Operation. Ihm das Gefühl zu geben. Und auch mal, sind wir enttäuscht worden dabei? Von irgendwem, wo sie sagen, boah, dem habe ich so viel gegeben? Ganz wenig. Weil meine Menschenkenntnis gut ist. Über Deißler, die ganze Geschichte, waren sie auch extrem dabei. Ne? Da kann er ja nichts dafür. Der ist einfach krank gewesen. Das war natürlich ein Drama für uns. Ich kann Ihnen sagen, als kurz bevor der aufgehört hat, waren wir im Trainingslager in Dubai. Und jeden Abend um 10:30 hat er mich angerufen und gesagt, Herr Hoeneß, ich muss mit Ihnen sprechen. Und dann bin ich zu dem aufs Zimmer. Jeden Abend, weil er nicht mehr konnte. Man muss dazu wissen, sie hatten, glaube ich, für den riesige Summen, 20 Millionen, glaube ich, Handgeld. Handgeld und 15 Millionen Ablöse. Also richtig ins Risiko gegangen. Das war der größte Geldverlust für einen Spieler, den wir je hatten. Aber er kann ja nichts dafür. Das Ganze hat uns 50 Millionen gekostet. Muss man sich jetzt als Bayern nicht auch trauen, wieder solche Risiken, wie sie es damals eingegangen sind, wieder zu machen? Jetzt vielleicht bei Haaland mal sagen, okay, wir geben halt dann 120 an Dortmund oder 150? Kalkulierbare Risiken muss man machen, aber kein Harakiri. Und also das heißt, Haaland für 120 ist zu deutlich? Das weiß ich nicht. Ich kenne jetzt die Summen im Moment nicht. Weil man muss ja immer das Gesamtpaket sehen. Es geht ja nicht nur um die Ablösesumme, es geht um Gehalt, es geht um Managerforderungen, die ja, wie ich höre, relativ hoch sind. Also insofern muss man das einfach als Gesamtpaket sehen und dann muss der Verein, der Vorstand muss das entscheiden. Dann muss man das mit dem Aufsichtsrat diskutieren. Aber ich weiß, dass da im Moment überhaupt nichts Konkretes auf dem Tisch liegt, deswegen ist es. Aber anders geht jetzt nur aktuell, es geht ja generell um die Frage, muss man nicht jetzt. Ich habe immer gesagt, wenn ich überzeugt gewesen bin, dann bin ich auch große Risiken eingegangen, die auch schief gehen können. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und ist es denn so, dass. Also, oder warum ist es so, dass in Deutschland immer diese Diskussion gibt über die Kabine und das muss da immer fair sein? Die müssen alle dann, jetzt verdienen die Topverdiener alle 20 und die darunter so, muss da eine Hierarchie haben. Man müsste ja mal vielleicht als Bayern irgendwann sagen, ich zahle mal 41 oder 50, weil das bekommt der woanders hat auch. Und dann können sie den Verein nach kürzester Zeit als Puzzle im Kiosk kaufen. Aber es ist doch in den USA auch üblich. Da gibt es einen Quarterback, der kriegt 25 oder 30 und da gibt es irgendwen, der muss dem sogar körperlich den Arsch retten in jedem Spiel und dann kriegt er aber nur 100.000. Und das ist doch garantiert. Aber der Quarterback ist nicht ersetzbar, ohne weiteres. Und der Receiver, der ist ersetzbar. Kann man austauschen. Aber das ist beim Fußball, da kann man da auch sagen. Ich bin dafür Hygiene. Wenn die Diskrepanz zwischen dem Best-Top-Verdiener und dem zweiten, dritten 50% oder mehr ist, wird das auf die Dauer nicht funktionieren. Was kommt in den nächsten Jahren, Uli Hoeneß, noch? Jetzt werden Sie 70, haben Sie gesagt. Was haben Sie noch vor? Ich meine, Aufsichtsratsmitglied sind Sie ja weiterhin. Gibt es noch irgendwie Stiftungsengagement? Wie muss man sich einen Tag vorstellen, außer am Wochenende viel lesen? Was gibt es noch hier Pläne? Ja, ich stehe ja allen möglichen Leuten für Diskussionen zur Verfügung. Meinem Sohn, wenn er ein Problem hat in seiner Firma, wenn er mich mal braucht für das eine oder andere Gespräch, oder auch den Besuch von einem Einkäufer, aber selten. Oder im Moment kann man natürlich nicht so reisen. Wenn der Hassan ein Problem hat oder. Kann man schon, dass er mal anruft. Ja, oder auch mal vorbeikommt. Oder ich mal hier vorbeikomme. Also nicht so, dass wir da auseinander sind. Ich versuche nie, meine Meinung aufzudrängen. Aber Sie wissen alle, wenn Sie einen Rat brauchen, und zwar einen gut gemeinten,
völlig ohne Hintergedanken, dann wissen sie, wo sie sich melden können. Ist denn nicht die Sorge, dass man jetzt zu schnell alt wird? Die haben so ein Leben, haben sie gehabt, auf der totalen Überholspur Vollgas gegeben bis jetzt. Ja. Jetzt bin ich 2 Jahre aus dem Geschäft draußen. Ja? Sehe ich aus wie ein alter Mann? Nein. Also. Muss ich doch jetzt sagen. Ich habe die Hoffnung, dass ich es jetzt so erhalten kann. Alles klar. Bis jetzt ist es ganz gut gegangen. Ja. Okay, ich wäre jetzt erstmal durch. Ich muss mich bedanken. Also vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Antworten und für die Exkurse. Es hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ehrlich. Ja? Ich wusste ja nicht, was Sie so für ein Typ sind, aber es war einfach unterhaltsam. Und es war nicht, Sie haben nicht versucht, mich auf die Schippe zu nehmen. Nee, ich habe großen Respekt, da muss ich ja wirklich sagen. Nein, aber das hat der eine oder andere Moderator auch. aber nicht durchgehalten. Bis zum Ende. Okay, alles klar, vielen Dank. Bitteschön. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.